Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Safe for Work. Die vierte komplette Sendung nach der Nullnummer. Nee, dann ist es genau andersrum. Dann ist es die sechste komplette Sendung nach der Nullnummer. Ist ja eine mehr. Bis drei zählen und dann hört's auf. Wir hatten das. Egal. Genau, wir sind wieder der Steffen. Du bist auch Steffen. Ich bin auch Steffen. Und ich bin auch die Kathi. Du bist auch die Kathi, hallo. Ja, hallo. Und Kathi, und wir haben eine neue Folge Safe for Work in petto für euch. Ich bin nach dieser Begrüßung ein bisschen verwirrt, aber mach euch weiter. Es kann ja nur besser werden. Ich hoffe auch. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Und zwar hatten, weiß gar nicht, ob wir das angekündigt hatten, aber wir mussten das Arbeitszimmer Wir haben umbauen. Wir haben, glaube ich, gesagt, dass wir sowas vorhaben, aber was es konkret ist, haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Nee. Sind wir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hört euch doch einfach letzte Folge nochmal an, dann wisst ihr es. Genau, weil wir haben es vergessen. Ja, offenbar. Vor lauter Arbeitszimmer umbauen. Hören wir uns auch nochmal die letzte Folge an. Ah, nicht mehr vor dieser Folge. Nein, eh nicht mehr. Eh nicht mehr, wahrscheinlich. Wir wollten mehr Stauraum im Arbeitszimmer, weshalb wir geplant hatten, eine komplette Wand mit Regalen zu versehen. Und wie immer möchte ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Ja, wie ist ja immer, weil ich möchte alles immer auch so ein bisschen chronologisch einordnen, damit die Leute wissen, wo unser Regal eigentlich herkommt. Und zwar, als wir hier damals vor jetzt mittlerweile schon über 2 Jahren eingezogen sind, haben wir alles, was wir an überzähligen Regalen hatten, einfach da ins Arbeitszimmer an die Wand gestellt. Und das war eigentlich ab dem Moment, wo wir da eingezogen waren, schon alles sehr voll und sehr unsortiert. Ja. Wir haben immer mal gesagt, eigentlich wollen wir Stauraum haben. Mhm. Und zwar die ganze Wand mit Regalmöglichkeiten und Regalstauraum voll haben. Und eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht in Angriff genommen haben, die aber vielleicht auch nochmal kommt, sogar hinten, da wo jetzt noch das Fahrrad an der Wand hängt, auch nochmal irgendwie ein Vorhang, wo man Sachen verschwinden lassen kann, die da einfach jetzt noch, weil das ist ja auch gleichzeitig, also ist es ja auch schon ein paar Mal gewesen, und man soll es langfristig auch weiterhin werden, ein Gästezimmer. Mhm. Und wenn das einfach alles immer noch so aussieht wie Abstellkammer, ist das auch nicht so ganz sexy gemütlich. Nee, nicht so richtig. Die Leute, die hier geschlafen haben, haben sich noch nicht beschwert, aber das sollen sie auch mal versuchen. Nee, die waren, glaube ich, immer sehr... sehr dankbar und gemütlich, weil das Sofa ist ja auch gemütlich. Das Sofa ist auch gemütlich. Ikea-Ding, ne? Ja, da haben schon Leute so zweit drauf gepennt, wo wir immer gedachten, wie? Es gibt Menschen, die sind schmaler, als wir das sind. Das könnte ein Grund sein. Möglicherweise. Eventuell. Und dann haben wir da neulich abends gestanden. Mhm. Und du sagtest, ja, du hättest gerne das und das Regalsystem von Ikea gerne an der Wand. Und das wäre praktisch. Und das hätten wir noch. Und dann bräuchten wir ungefähr so viel. Ob wir das mal durchrechnen, oder könnten wir das mal irgendwann im Sommer machen. Und wo ich dann gesagt habe, ja, Moment, wie sieht denn unser Möbelsparkonto gerade aus? Und dann hast du das kurz durchgerechnet und gesagt, so und so viel Euro ist da drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, let's do it. Mhm. So, und dann habt ihr gesagt, Nägel mit Köppen machen, wir planen das jetzt einmal ordentlich durch. Du hattest dieses IWA, da kannst du gleich noch mehr zu erzählen, genau. IWA-Regal vorgeschlagen. Und dann war das Ding eigentlich beschlossene Sache. Wir haben dann gesagt, na, wir gucken mal, dass wir das vielleicht im Urlaub, den wir jetzt noch vor uns haben, auf die Beine bringen. Und dann hast du gesagt, na, eigentlich geht das auch früher. Mhm. Und wenn das so ein IWA-Baukastensystem ist, könntest du das auch alleine aufbauen. Mhm. Aber im Grunde genommen würdest du das so zeitlich wie möglich irgendwie an den Start bringen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das haben wir dann auch gemacht, weil wir sind Menschen der Tat. Also du. Ich bin ein Mensch. Ich bin die Tat. Nein, Moment. Genau. Und haben, also ich wollte halt einfach, dadurch, dass ich jetzt schon seit Monaten im Homeoffice bin und immer in dieser Rumpelkammer quasi sitze. Mhm. Also immer noch eigentlich. Immer auch, noch. Aber, ne? Wobei sie nicht mehr so rumpelig ist. Ich habe halt gesagt, ich will einfach mal, dass das da ist, dass wir das da alles hinverstauen können. Dann können wir auch ein paar andere Ecken in der Wohnung freiräumen und besser nutzen und so. Und wie das bei uns so ist, wir haben ja überall schon Möbel stehen. Und dann, wenn wir da neue Möbel hinstellen wollen, müssen wir immer gucken, was machen wir mit denen, die schon da sind. Mhm. Wie planen wir das um? Wo können wir die hinstellen, ohne dass sie woanders rumrumpeln? Ich hatte zwischendurch eine brillante Idee, eins der Regale irgendwie in die Küche zu schrauben. Und das passte dann nicht. Und dann hattest du irgendwann festgestellt, dann können wir doch was anderes da hinstellen. Weil das, also da sagtest du, das passt von der Breite. Von der Breite, hattest du, glaube ich, gesagt, genau. Passt das da nicht hin. Und das würde auch oben irgendwo andotzen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich gesagt, das,
Es ist wirklich sehr hoch, weil das war dieses weiße Kastenregal von IKEA, was bei dir in der alten Wohnung vorne im Eingangsbereich stand, genau. So als Telefonschränkchen und erste Ablagefläche. Und das stand jetzt jahrelang, also die 2 Jahre, die wir wohnen, relativ unbenutzt hinten in der Ecke rum. Da war so ein bisschen Kruscht reingeräumt. Und wir hatten hinten in der Küche war so ein Mix aus Arbeitsfläche und Rollwagen. Ja. Ist das auch so ein IKEA-Ding? Das ist auch ein IKEA-Ding. Das ist so ein, der ist auch für die Küche gedacht tatsächlich von IKEA. Den kannst du dir dahin rollen, wo du eine erweiterte Arbeitsfläche brauchst. Du hast unten 2 Lattenroste, sag ich mal, als Staufläche noch. Und dann kannst du den halt nutzen zum Arbeiten und Sachen. In der schmalen Küche, die wir haben, kannst du das Ding nirgendwo hinrollen. Nee. Das war das Ding. Das heißt, das Ding hat da Platz gefressen und hat nicht vernünftig Stauraum geboten. Mhm. Und das Regal, das weiße Regal, was wir da jetzt hingehauen haben, das hat 1,50 Meter Höhe. Kommt das hin? Ja, ungefähr. Und 2 Fächer links und rechts. Mhm. Und dann also 2 Fächer Spalten. 4 hoch und 2 breit. Genau, wie so ein Legostein. Ja. Also es ist schmaler als vorher. Wir haben in der Küche jetzt mehr Platz. Und damit war auch klar, wir können eben auch die komplette Wand im Arbeitszimmer mit diesen Regalen vollstellen. Ja. Wir müssen keinen Platz mehr lassen für irgendwas an Regalen, was noch irgendwie übrig ist. Nee, weshalb wir auch den Raum minimieren konnten, der ungenutzt rumsteht sozusagen, genau. Weil dann irgendwie noch so 20 Zentimeter irgendwo übrig sind, die kein Regal füllt. Also so dünne Regale haben wir halt einfach nirgendwo. Nee. Und genau, dann haben wir das ausgemessen, diese Wand. Mit einem Zollstock. Und dann war unsere erste Hürde rauszukriegen. Wenn ihr das IWA-System von IKEA nicht kennt, was möglich ist, das besteht aus Seitenteilen, die wie Leitern aussehen ein Stück weit. Die auch so heißen. Und dazwischen werden Bretter, Glasschränke, geschlossene Schränke, Schreibtische, was auch immer eingehängt. So. Kleiderstangen. Es gibt auch so Lochwände, wo man dann Werkzeug dranhängen kann, die man da einbauen kann und alles Mögliche. So. Und die Breite dieser Regalbretter gibt es in 2 Längen, 40 und 80 Pi mal Daumen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben 5 Meter und ein bisschen, wir kriegen da so und so viele Regalbretter rein. Wie viele Seitenteile brauchen wir denn dazu? Und wir mussten uns das aufmalen, um sicher zu sein, wie viele Leitern wir brauchen. Wir hatten 5 Meter zu überbrücken, zu bestücken mehr oder weniger. Und die Regalbretter haben eine Breite von 80 Zentimetern. Also wenn du einmal so ein paar Leitern mit Regalbrett dazwischen aufstellst, wird es mit 89 angegeben. Okay. Du hast aber auf beiden Seiten dieser Leitern Einhängmöglichkeiten. Das heißt, wenn du 3 Leitern mit 2 Brettern hast, sind es nicht automatisch 178 Zentimeter, sondern 172 oder so. Weil ja das eine Mittelteil fehlt. Genau. Genau. Und wir hatten Pi mal Daumen 5 Meter und ein bisschen 5,20 oder 5,20 irgendwie so. Hätte ich auch gesagt, gemessen, wo klar war, okay, mehr als 5 kriegen wir nicht hin. Mhm. Wie viele von den Seitenteilen brauchen wir dann? Und es war echt, also entweder weil es schon nach der Arbeit war und wir beide auf dem Schlauch standen oder keine Ahnung, wir haben das also, ohne Aufzeichnen, haben wir das im Kopf nicht zusammen summiert bekommen. War das ein Samstag? Ich weiß es nicht mehr. Nee, es war unter der Woche, glaube ich. Ja. Oder ich musste noch zur Arbeit oder kam wieder, ich weiß es nicht, eins von beidem. Jedenfalls haben wir das aufzeichnen müssen, wussten dann, okay, wir brauchen 5 Garnituren an Brettern und 6 von diesen Leitern. Ja. Ist ja klar. Ne? An den Seiten, links und rechts, jeweils eine und dann innen drin sind es 3. Genau. Habe ich jetzt falsch gesagt, es waren 4. Richtig. Ihr seht, wir haben Schwierigkeiten damit. Ja. Genau. Ist ja Folge 6 jetzt, ne? Richtig. Dann hatten wir noch ein paar Bretter übrig, weil wir haben ja, also ich hatte schon IWA-Systeme noch in meinem letzten Kinderzimmer. Die habe ich einfach immer mitgenommen, sozusagen. Und dann blieben da, als wir in diese Wohnung gezogen sind, nochmal Bretter übrig an ein paar Stellen, weil wir welche rausgenommen haben, um den Fernseher ins Regal zu kriegen im Wohnzimmer und so. Also unsere halbe Wohnzimmerwand besteht auch aus einem IWA-Regal. Genau. Wo jetzt eben Fernseher und ein bisschen Geschirr und hauptsächlich Lego drin steht. Ja, das ist richtig. Genau. Und dann haben wir überlegt, okay, wir haben auch noch Schrankteile, die wir da reinstellen können. Und dann hatten wir entdeckt, und da ging mein Herz sofort auf, es gibt zum Einhängen Klapptische ja. für dieses System. Und ich träume ja schon lange von einem Nähtisch,
auf dem das Zeug einfach stehen bleiben kann. Beziehungsweise man schiebt es halt nach hinten an die Wand, klappt die Klappe hoch und es sieht ordentlich aus. Und du wolltest, wir hatten erst ausgerechnet, was wir an Budget haben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir 300 ausgeben, dann ist auch gut. Und dann wäre der Klapptisch aber nicht mehr drin gewesen. Genau. Wo ich gesagt habe, Moment, wir haben das und das an Budget. Natürlich ist der Klapptisch mit drin, ja. Hau den oben drauf. Also wir hatten mehr als die 300 zum Budget zur Verfügung. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir gleich Nägel mit Köpfen, den Klapptisch dazu, die Regalbretter durchgezählt, sehr akribisch. Wir hätten noch ein paar mehr mitnehmen sollen, haben wir festgestellt. Aber das löst sich auch, die kann man ja gut nachkaufen. Kann man ausnahmsweise mal gut nachkaufen. Das ist eines der Gründe oder einer der Gründe, warum ich dieses IWA-System haben wollte. Du kriegst jedes Teil da einzeln. Mhm. Wenn du noch ein einzelnes Brett haben willst, dann kannst du ein einzelnes Brett bei IKEA kaufen dafür. Anders als bei den Billy-Regalen, wenn du da alle Bretter pro einem Regal aufgebraucht hast, dann sind die alle, dann kriegst du die nicht einzeln nachgekauft. Das, also sowohl bei Kilby als auch bei Billy war das so. Ja. Und das hat mich wirklich fertig gemacht, weil ich diese Kilby-Regale, die ich ja damals hatte, mega praktisch fand. Die kosteten bloß 20 Euro. Mhm. Die haben ordentlich Stauraum geboten. Aber ich hätte locker nochmal, also pro Regal, was ich hatte, nochmal mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Regalbretter mehr gebraucht. Und so geht es mir gerade wieder. Ich habe da drüben zwei weiße Billy-Regale stehen bei mir im Zimmer für die Comics und sowas. Über die Einteilung kommen wir dann, was rübergewandert ist, was bei uns jetzt noch fehlt, da kommen wir dann gleich aber auch nochmal zu. Und jetzt stelle ich auch gerade fest, ich habe eigentlich so viel Platz noch in dem Regal, dass ich da sehr, sehr viel noch unterbringen könnte, wenn ich mehr Regalböden hätte. Genau. Also wenn jemand lose Billy-Regalbretter, egal welcher Farbe, daheim stehen hat und braucht die nicht mehr, bitte schickt uns die. Ja, also bitte. Vielleicht kommt ja tatsächlich was dabei zustande, keine Ahnung. Ja, meldet euch bei uns und wir handeln was aus. Genau. Das wäre super. Ihr bringt's her und wir kriegen es. Genau. Und das war jedenfalls einer der Gedanken, dass wir sagen können, okay, wir können das flexibel gestalten. Es ist relativ leicht aufzubauen, es ist relativ leicht umzubauen, wenn man sagt, okay, nee, das passt so nicht, wir müssen das anders machen, weil wir mehr Kram dazu gekriegt haben oder Sachen anders nochmal verstauen wollen, Dinge umräumen möchten etc. Und dann haben wir das schön durchgerechnet und aufgemalt und aufgeschrieben, eine Liste gemacht, eine Einkaufsliste, was wir alles haben wollen und uns einen Tag ausgesucht. Eigentlich wollte ich alleine zu IKEA fahren, weil wir gesagt hatten, wir lassen uns das eh liefern. Ich fahre da nur hin, stell das zusammen, bezahl das und gebe unsere Adresse an, damit die das schicken. Wir hatten nämlich das nochmal ein Stück mehr Vorgeschichte im letzten Jahr von sehr lieben Freunden, Gruß an Claudi und Mirko, den IKEA Adventskalender bekommen. Sau leckere Pralinchen drin. Viel zu lecker, das gehört verboten, das Ding. Unverschämt. Und da waren am 6. und am 24. Gutscheine drin. Wo je Gutschein maximal 1.000 Euro hätten drin sein können. Genau, und mindestens 5. Mindestens 5. Euro. Und dann wolltest du unbedingt zu IKEA, um diese Zettel einzulösen, um diese Gutscheine einzulösen. Weil online geht das mit denen nicht. Also die kann man online nicht einlösen. IKEA hatte wegen Corona die Gültigkeit, glaube ich, nochmal um 3 Monate verlängert. Mhm. Die wären, glaube ich, nur bis im Juni gültig gewesen. Ja. Jetzt haben sie, glaube ich, bis nur September oder August oder sowas gültig gemacht. Irgendwas war da. Im September, glaube ich, ja. Ja, kann sein. Also nochmal länger gültig gemacht, wo wir dann gesagt haben, okay, es kann ja sein, dass da mehr als 5 Euro drauf sind. Gegebenenfalls bezahlt uns das Ding den ganzen Einkauf. Ja. Ist ein bisschen wie Lotto spielen oder wie so ein Rubbellos, wenn du weißt, okay, die 10 Euro hast du sowieso, und ich grinse schon so ein bisschen in mich rein, dann auch 10 Euro sind Geld. Also das weniger zu haben, ist schon okay. Ja. So. Wir haben ja kein Auto. Wir haben kein Auto, deswegen mussten wir es auf jeden Fall liefern lassen. Also das ist das eine. Genau. Und wir konnten nicht einfach uns in unser Auto setzen, was wir sowieso bezahlen, was sowieso in den Laufenkosten mit drin ist, sondern wir mussten Busfahrkarten haben. Wir haben zwei Monatskarten für Leipzig. Mhm. Und die Pointe kommt dann am Ende. Vielleicht könnt ihr es ja schon denken. Wir hatten zwar Monatskarten für Leipzig, aber die gelten halt nur in der 110er Verkehrszone und wir mussten aber raus bis hinten nach Leuna, ist das, ne? Ja, Güntersdorf. Güntersdorf-Leuna. Der Witz am Leipziger IKEA ist nämlich, der ist gar nicht in Leipzig, der ist in Sachsen-Anhalt. Der ist eigentlich der IKEA Leipzig-Halle und der ist weder in Halle noch in Leipzig. Richtig, ne? Irgendwo dazwischen, aber auf dem Bundeslandgebiet von Sachsen-Anhalt, nicht von Sachsen. Was sehr witzig ist, weshalb am Bus- und B-Tag, der einzige Feiertag, den es nur in Sachsen gibt, alle Leipziger zum IKEA Leipzig fahren, weil die haben geöffnet, weil der in Sachsen-Anhalt ist. Es ist völlig bescheuert. Man will da gar nicht hin. Also IKEA auf einem Samstag ist ohnehin tödlich. Und ich hätte mir so ein bisschen Sorgen gemacht, weil rausgehen zu Corona-Zeiten
ist schwierig, dann sind da auch viele Leute unterwegs, dann war klar, okay, mit der Warteschlange und dies und das. Und bei uns kam noch dazu, dass hier in der Innenstadt gerade einer der Hauptverkehrsknotenpunkte mit den Öffentlichen gebaut wird und nicht zugänglich genau, ist. Genau, der Görtlerring. Görtlerring ist nämlich gerade zu. Da muss man, also wenn man irgendwo hin unterwegs ist, ungefähr 20 Minuten, je nachdem, wo man hin möchte, mehr Fahrzeit einrechnen, weil alle Bahnen, die sonst einfach über den Görtlerring gefahren sind, wenn sie überhaupt noch in die Richtung fahren, wenn nicht irgendwelche Ersatzbusse unterwegs sind, immer eine Schleife oder einen Bogen drumherum fahren. Ja. Und das war bei uns eben auch so. Also wir sind noch relativ gut bis in die Stadt gekommen. Und dann hat es aber, bis wir wirklich vom Bahnhof hinterm Görtlerring gewesen sind, eine Viertelstunde gedauert, weil er einfach wirklich da eine Schleife gefahren ist. Und dann musst du ab einem gewissen Punkt noch mal eine halbe Stunde mit dem Bus. So. Das heißt, wir sind also, ich glaube, pro Fahrt anderthalb Stunden mit dem Bus unterwegs gewesen, um zum IKEA zu kommen. Das kommt hin, ne? Ja. Anderthalb Stunden mit dem Bus, weil wir kein Auto haben. Und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob man auch mit der S-Bahn irgendwo in die Richtung gekommen wäre. Hätte man aber, glaube ich, mit der 80 raus. Wir mussten aber warum auch immer noch irgendwo am Bahnhof vorbei oder irgendwo mussten wir noch vorbei. Wie war das denn? Na, wir sind am Bahnhof vorbei und dann da, wo unser All-You-Can-Eat-Asia-Buffet ist, umgestiegen. Ja, da gab es, glaube ich, keinen Grund, warum wir über den Bahnhof gefahren sind. Ja. Aber wir hätten auch anders fahren können. Also ich glaube über Mokau mit der 80 und von dort aus dann in die S-Bahn. Wir hätten aber, das war der Grund, warum wir da nicht angefahren sind. Wir hätten zwischendurch eine halbe Stunde irgendwo rumgestanden. Und es waren 30 Grad an dem Tag. Wir hätten also irgendwo eine halbe Stunde in der Sonne gebraten. Und das wäre alles noch so früh gewesen, dass wir nicht mal irgendwo uns einen Kaffee hätten holen können. Ja. Also der Subway hätte erst eine halbe, dreiviertel Stunde später aufgemacht. Genau. Und das war der Grund, wo ich dann gesagt habe, nee, dann fahren wir halt den langen Weg, wo dann effektiv zwar mehr Fahrzeit ist, wir aber im Grunde genommen exakt gleich identisch zu dem gleichen Zeitpunkt da sind. Wir stehen halt bloß nicht zwischendurch eine halbe Stunde in der prallen Sonne. Richtig. Rum. Wir sind hinterher dann auf dem Rückweg dran vorbeigekommen, zufällig an der Stelle, wo ich dann gesagt habe, oh, guck mal, hier wären wir umgestiegen. Und da war halt nicht mal irgendwo ein Häuschen zum Unterstellen für die halbe Stunde, aber gar nichts. Das ist irgendwo mitten im Industriegebiet und in so einer Hauptstraße. Ja. Da hättest du nicht eine halbe Stunde warten wollen, dann wären wir bescheuert geworden. Das war der Grund, warum wir die lange Fahrt gemacht haben. Genau. So rum war es. Und da juckelst du richtig raus. Das ist ganz schön weit. Das ist eine Ecke. Und dann kamen wir da hin und du wolltest eigentlich gleich wieder zurück. Ich hatte mich natürlich auf eine Warteschlange eingestellt, natürlich, das war klar. Aber die standen in vier Schleifen vorm Laden und nochmal hinten an so eine Nische in den Parkplatz rein und da nochmal, also wie im Freizeitpark, wo ich gesagt habe, okay, wo ist jetzt hier dieser komische Heideparkhund? Oder was ist das, ein Bär? Ich weiß es nicht mehr. Sei dankbar, dass dieser Baum nicht da war, der Sprechende. Aus dem Ippenbürner Freizeitpark da, aus der Sommerrodelbahn, im Märchenwald in Ippenbüren. Schönen Gruß an den hässlichen Scheißbaum. also da war nicht mal Bespaßung, es gab auch keine Currywurst oder sowas, die gab es vielleicht innen drin. Keine kalten Getränke oder so. Also stand es da halt einfach wirklich eine ganze Zeit. Ging aber verhältnismäßig zügig und wo ich dann gesagt habe, also wenn ich jetzt irgendwie eine 20 Minuten mit dem Bus unterwegs gewesen wäre, ich wäre umgetreten, hätte mich in den nächsten Bus nach Hause gesetzt. Anderes Problem kommen wir auch am Ende nochmal zu. Ja. Aber da wäre für mich klar gewesen, ich sehe zu, dass ich so schnell wie möglich wieder nach Hause komme und den Kram online bestelle, weil ich stelle mich jetzt nicht A, in diese Schlange und warte ewig und B, muss ich dann ja auch nochmal Zeit im IKEA selber mit allen Planen, bis ich alles gefunden habe, bis ich mich da zurechtgefunden habe, bis ich alles bestellt habe, alles bezahlt habe und so weiter und so fort. Das kommt dann ja auch nochmal oben drauf. Also hätte ich nicht schon anderthalb Stunden vorher investiert, um da hinzukommen, hätte ich wahrscheinlich relativ zügig gesagt, lass wieder nach Hause fahren, wir machen es online. Scheiß auf die wahrscheinlich 10 Euro. Ja. Ich habe gesagt, na, jetzt sind wir immer hier, jetzt machen wir das auch, jetzt ziehen wir das durch, kriegst auch einen Hotdog hinterher. Den hätte ich aber sowieso gewollt. Also, jetzt aber nicht gekriegt, wenn du direkt wieder umgedreht und zum Bus gelaufen wärst. Naja, beim Bus nicht, aber ich hätte mir dann irgendwann einen Hotdog geholt, Wochen später. Okay. Wenn mir das eingefallen wäre. Nur aus Prinzip. Ja, genau. Aber ich habe dann auch gesagt, ja komm, anderthalb Stunden schon investiert, es wäre jetzt Quatsch, nach Hause zu fahren. Jetzt sind wir schon einmal da, haben uns dann geduldig in die Schlange angestellt und das ging auch relativ zügig voran. Mhm. Also es war nicht so, dass wir da so eine halbe, knappe Dreiviertelstunde gestanden haben, war da trotzdem. War auch nicht so heiß, das ging dann schon. Und dann waren wir tatsächlich auch irgendwann drin, weil die müssen natürlich wegen Corona irgendwie die Menge an Leuten im Blick haben, die sich da in dem Laden aufhalten. Also es war
gefühlt aber trotzdem genauso voll wie an jedem anderen Tag, den ich jemals bei IKEA gewesen bin. Das ist leider wahr. Also das habe ich auch irgendwie gedacht. Es war jetzt nicht so viel leerer. Nee. Das glaube ich noch erschwerend hinzukam für diesen Samstag, war das war der erste, wo sie die Mehrwertsteuer gesenkt hatten. Ja. Das heißt, das haben noch mal ein paar Leute mehr genutzt und wir haben das auch rausgenutzt, dass wir dann drin waren. Wie immer bei IKEA sind wir zuerst durch die Möbelausstellung schau oben, aber sehr zielgerichtet, weil du hattest dich vorher schon auf dem Plan informiert, wo diese Schrankmöbel sind. Da gibt es ja so Übersichtspläne. Ich hatte in der Zwischenzeit mit einem Mitarbeiter gesprochen und gefragt, wie das ist mit Lieferungen und Bezahlen und Gutscheine einlösen. Und dann sind wir da losgezuckelt und entweder sind wir falsch rumgelaufen oder ich weiß es nicht. Ich weiß ganz genau, warum wir nicht da angekommen sind, wo wir entlang kommen wollen. Diese Zwischengänge waren zu, die ich meine, die sonst immer auf sind. Also du kannst, musst ja nicht immer nur diesen Pfeilen hinterher, sondern es gibt ja auch diese Zwischentüren. Die sind in der Regel auch auf. Die Pfeile lotsen dich aber eben durch diese komplette Möbelausstellung, damit du alles siehst und alles haben möchtest. Und wenn es nur so ein Kästchen ist, wo du einen Stift reinlegen kannst oder sowas, keine Ahnung, aber oder irgendwas an Deko oder ein Plüschtier, wo du sagst, okay, wo kriege ich das? Mein Kind will das jetzt. Und es gibt aber diese, das können auch Feuerschutztüren sein, aber das sind diese großen Flügeltüren gewesen, die Durchgänge, vielleicht kommt es auch aus einem anderen IKEA. Ich war ja sonst häufig in dem IKEA in Osnabrück und in Hengelo bin ich ein paar Mal gewesen. Bis wir also bei uns in der Region damals eben eingekriegt haben, waren wir öfter in Holland. Und da sind die damals alle auf gewesen. Mhm. Und entweder haben die jetzt hier in Leipzig zugemacht wegen Corona, damit die da nicht alle durchrennen, die Leute. Auf jeden Fall habe ich die nicht als benutzbaren, also auch für Kundschaft benutzbaren Durchgang erkannt. Wir sind hinterher durchgegangen und also wir hätten einfach sofort durch diese erste Tür durchgehen können, dann wären wir da gewesen. Ja. Und das haben wir nicht gemacht und sind dann rückwärts durch diese Möbelausstellung und haben dann viel mehr gesehen, als wir eigentlich hätten sehen wollen. Das stimmt. Wir kamen aber da an, wo es die IWA-Möbel gab. Genau. Da gab es einen praktischen Zettel, auf dem man einfach ankreuzen konnte, was man alles haben will. Oder halt die Nummer eintragt. Oder die Nummer eintragen, genau. Und da haben wir gleich noch ein paar Sachen gesehen, die wir vorher noch gar nicht entdeckt hatten, weil wir nämlich ursprünglich uns mal auf der IKEA-Internetseite informieren wollten und Sachen zusammenstellen wollten. Also wenn du genau weißt, was du willst, wenn du weißt, wie alles heißt, ist das gar nicht so ein großes Problem. Und ich glaube, die Sachen, die da auch noch gewesen wären, hätten wir schon auch noch irgendwie gefunden. Aber der Zettel ist natürlich geil, weil du siehst, was alles zu diesem IWA-System dazugehört. Genau. Ne? Also noch ein Korb dazu und noch ein Behältnis und noch was zum Reinhängen und noch Haken. Und Schubladen und dieses. Schubladen und dieses. Also was alles in diesem Programm drin ist. Und sowas würde ich mir halt wirklich für die Webseite wünschen. Ja. Ne? Genau. Und mit dem Zettel haben wir dann erstmal unsere eigene Liste abgearbeitet sozusagen. Dann noch geguckt, was haben wir da jetzt noch? Also wir hatten dann, du hast dann gesagt, jetzt sind wir einmal hier, jetzt nehmen wir alles mit, was geht. Ja, wir hatten ja auch das Budget dafür. Also wir hatten, genau. Ich kann es ja mal gerade raus sagen, wir hatten 600 Euro. Ja. So, das war das, was wir uns als Budget gesetzt hatten. Und mit dem, was wir uns hier zu Hause zusammengestellt haben, hätten wir 400 bis 450, glaube ich, ungefähr ausgegeben. Das war, glaube ich, so das. Nee, wir waren bei 300, meine ich. 350 mit dem Schreibtisch. Nee, ohne Schreibtisch waren es knapp 400. Nee, das haben wir ja im Endeffekt bezahlt. Ja, aber ohne die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wurde ja auf der Seite nicht ausgegeben. Aber wir haben doch, wir waren bei 300 ungefähr. Weil wir ja auch die ganzen Körbe und alles nicht dabei hatten. Das kam ja, aber wir waren vor dem Schrank schon bei 300. Und dann habe ich gesagt, wir haben aber mehr, dann hau 400 auf den Schreibtisch dazu. Das war definitiv, wir waren bei knapp 400 Euro, als wir das Budget ausgerechnet hatten, bevor wir hier weggefahren sind. Okay. Und wir haben ja noch, wir haben ja hinterher noch die ganzen Lieferkosten und sowas oben drauf gehauen und so weiter und so fort. Stimmt. Und das, was hinterher dann, da kamen ja die Gutscheine kamen noch runter, da kommen wir dann gleich nochmal zu und so weiter und so fort und die fehlende Mehrwertsteuer und so. Also wir waren schon, das, was hinterher noch dazu kam, das war ja Kleckerkram. Ja, ist richtig. Also die Körbe, was haben die gekostet? 5 Euro das Stück oder sowas. Ja, aber haben wir auch 8 von geholt. Ja, ja. Das sind 40 Euro. Das waren schon alles, was runtergegangen ist. Und dann die Haken für 2 und diese Kreuze, die hinten reinkommen für 1 Euro, das ist ja kaum noch ins Gewicht gefallen hinterher. Das stimmt. Also das, was du jetzt sagtest, was noch oben drauf gekommen sind die Körbe und die Lieferkosten. Und wenn wir dann trotzdem bei 400 gelandet sind. Ja, das stimmt, das recht. Kann wohin kommen. Keiner ist auch vollkommen egal. Das ist jetzt Erbsenzählerei. Wir haben aus dem Vollen geschöpft. Ja, das kann Kathi besonders gut. Erbsenzählen. So. Ich mag Erbsen gar nicht so gerne. Sieht aber aus wie eine. Eine Riesenerbse. So. Also, wir hatten uns auf jeden Fall vorher was zusammengerechnet, um das Ganze abzukürzen und waren mit dem Budget, was wir hatten,
weit unter dem, was wir zur Verfügung hatten. Mhm. So. Und dann habe ich gesagt, so komm, wir haben die Kohle, das ist auch das, was wir ausgeben können. Das ist definitiv vorher schon weggespart gewesen. Das können wir dafür auch benutzen. Und dann habe ich gesagt, das ist, wollen wir das noch mitnehmen? Dann haben wir darüber gesprochen, haben uns dann auf irgendeinen Glaskastenschrank oder sowas, weil die zwei Plätze, die sie zum Arbeiten da irgendwie freigeschaltet haben, also auch immer einen abgesperrt wegen Corona und sowas. Es war alles besetzt, du konntest dich also nirgendwo mal hinsetzen und irgendwas aufschreiben, was ein bisschen unpraktisch war. Dann mussten wir uns halt auf irgendeinen Schrank oder sowas stützen. Und dann habe ich dann halt Dinge auf den Zettel eingetragen und gesagt, okay, jetzt geben wir das da vorne einfach an der Info ab und dann kann er das abtippen. Ja. Also ich finde, das ist wirklich tatsächlich richtig, richtig geil. Und vielleicht ist das auf der Seite, ich habe es noch nicht gefunden, aber ich hätte so ein Ding gerne zum Ausdrucken oder als PDF zum Ausfüllen. Mhm. Da drücke ich hinterher Speichern und dann wird das an meinen IKEA-Mitarbeiter online gesendet. Ja. Und der mir das hinterher dann sagt, was ich davon bekommen kann. Dann sagt er mir, was das kostet. Dann sage ich, will ich haben. Und dann ist das 2 Tage später hier. Das wäre mein Wunsch gewesen. Das wäre ideal gewesen. Aber IKEA möchte, dass du hingehst. Und wenn du auch nichts kaufst, am Ende wenigstens mit einer Backen Teelichter und einem Hotdog rausgehst. Ja. Und noch ein Softeis. Ja. 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 Genau. Aber ist ja, du sollst ja nach IKEA hingehen, das ist ja deren System. IKEA ist so ein bisschen die Systemgastronomie unter den Möbelhäusern. Das stimmt. Ich glaube, dass man das schon ganz gut vergleichen kann. Leider war die gar nicht geöffnet, weshalb wir auch keine Kröttbullar essen konnten. Aha, Hotdogs haben wir gekriegt. Hotdogs haben wir gekriegt. Bei Kröttbullar kann ich mir halt auch zu Hause machen. Hätten wir mitnehmen können, aber war Brille warm an dem Tag, hätten sie nicht mal nach Hause. Und bei 1,5 Stunden Weg ist das keine Option gewesen. Genau. Die wären gar gewesen, wenn wir zu Hause gewesen wären. Das stimmt. Verdammt, ja. Chance verpasst. Haben wir dann nächstes Mal. Genau. Kriegst du halt auch hier im Supermarkt um die Ecke, kannst du anbraten, fertig. Das ist richtig. Ordentliche Portion Preiselbeermarmelade drauf, lecker, lecker. Genau. Der freundliche Mitarbeiter, dem wir den Zettel gegeben haben. Der sehr freundlich war, hat dann gefragt, ob wir das selber zusammenstellen wollen und dann bloß noch abgeben oder ob das jemand für uns einkaufen soll. Dann hast du sofort gesagt, das soll jemand einkaufen. Also ich wusste ja, was wir ausgeben würden. Das hatten wir nochmal überschlagen. Ich wusste, was wir für ein Budget haben. Und er sagte dann, weil ich es auch liefern lassen wollte, aber klar war, wir können es auf keinen Fall mitnehmen. Also wir können nicht einfach einen von diesen Einkaufswagen nehmen und den Kram damit in den Bus schleppen und sowas. Das wäre nicht drin gewesen. Also liefern lassen wäre sowieso drin gewesen. Da sagte er, glaube ich, kostet 40 Euro. Und dann waren es hinterher aber nur 20 fürs Liefern. Irgendwie sowas, ja. Und dann sagte er, bei dem Einkaufsservice, also das alles nochmal aus dem Regal zu zubbeln und sowas, hätte auch nochmal 20 gekostet und es waren hinterher 10. Ja. So, und wir hatten bei den Lieferkosten, das hattest du, glaube ich, mal irgendwie nachgeguckt oder irgendwie geschätzt, ich weiß es nicht mehr, hatten wir schon mit 50 gerechnet alleine. Ja, also die haben wir ja auch nochmal oben drauf gerechnet hinterher. Also die waren in den Möbelkosten nicht mit drin. Aber als klar war, wir haben 600 Euro, das und das können wir ausgeben. 50 Euro fürs Liefern lassen sind auf jeden Fall auch noch mit dabei. Das passt dann schon. Vielleicht bin ich deswegen auf 400 gekommen, dass ich die Möbellieferungskosten mit reingerechnet habe. Das kann sein, ja. Genau. Dann kommen wir da auf den gleichen Nenner. Also das wäre ohnehin alles im Budget gewesen. Und als er dann sagte, na A, wegen der Mehrwertsteuer wird es günstiger und B nochmal, ist es ohnehin günstiger als vermutet, habe ich gesagt, also wenn ihr mir jetzt einen Zehner abknöpft dafür, dass ich nicht hingehen muss, das auf den Wagen hiefe, dass ich mir zur Kasse fahre, dass umständlich jemand eins kennen lasse oder selber eins kenne, das ist mir den Zehner wert. Ich bin nachher nochmal 1,5 Stunden unterwegs. Ich habe eine 1/2 Stunde draußen in der Sonne gestanden und hinterher der Weg war ja nochmal länger, als ich eigentlich erwartet hatte. Ich war dann froh, dass ich gesagt hatte, nee, für den Zehner packt mir das bitte zusammen und schickt es mir bis nach Hause. Ja, das haben wir alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Dann hast du noch unten nach irgendwelchen Haken gesucht. Wir haben noch so für die Töpfe, Topfdeckel, noch so Geschirrständer, Tisch. Genau, es gibt so Teller. Telleraufsteller, genau. Telleraufsteller aus Holz, wo die Teller dann so senkrecht im Regal stehen und zwischen Holzstreben befestigt sind. Und das wollten wir für die Topfdeckel haben, damit die nicht immer irgendwo rumfliegen, wie sie es bisher getan haben. Da war, nach längerer Suche waren noch genau 2 davon da, die haben wir noch beide mitgenommen. Genau. Wahrscheinlich lagen irgendwo anders noch 150 davon, weil es mehr als einen Platz gab, wo die liegen konnten in den Dingens. Ja. Und dann haben wir noch Haken für die Wand mitgenommen. Und genau, bin ich nochmal durch. Du hast dann schon in der Möbelhalle gewartet. Ja. Und ich bin da nochmal durchgehuscht. Dann sind wir zur Kasse und haben das alles bezahlt, wollten noch einen Geschenkgutschein für eine Freundin holen, die Geburtstag hatte. Und dann haben wir uns endlich unseren Hotdog holen können. Ich möchte noch eben die Pointe erzählen, wegen den Gutscheinen. Yeah. Weil ich ja dann doch zu dem Schluss gekommen bin, also schon beim Reingehen nach dem Motto anstellen und warten, dass man reinkommt und mit dem Bus dahin und so weiter. Die Gutscheine waren dann tatsächlich jeweils 5 Euro. Ja. Was natürlich klar ist, es macht den Einkauf günstiger.
der dann auch teuer genug war. Mhm. Allerdings haben wir auch für die beiden Tickets außerhalb von der Stadtzone, vom Stadtgebiet, nochmal insgesamt 7 Euro ausgegeben. Das stimmt. Also die Fahrtkosten. Womit wir also tatsächlich 3 Euro gespart haben. Das hat sich voll gelohnt. Und ich finde schon, dass man die Fahrtkosten, weil das ja Kosten sind, die damit mit diesem Einkauf einhergehen, dass man die ja schon mit reinrechnen muss. Also wenn wir ein normales Auto gehabt hätten, wären wir halt mit dem normalen Autobudget dahin gefahren. Ja. Und so, also du bist ja tatsächlich nur wegen der Gutscheine dahin gefahren. Weiß ich nicht, also wenn man so als... Du hast für 3 Euro einen Hotdog und eine Cola bekommen. Das sind alles IKEA-Kosten. Und das sind Fixkosten. Weil ich jedes Mal einen Hotdog und eine Cola möchte. Ich verstehe. Ich glaube, ich bin noch nie bei Ikea gewesen und ich habe keinen Hotdog am Ende gegessen. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals beim Ikea gewesen zu sein, ohne Hotdog zu essen. Ich schon, aber dann habe ich vorher Mittag gegessen dort. Also richtig Köttbullar oder irgendwie sowas. Das hat mich noch nie daran gehindert. Wie lange kennst du mich? Du bist ja nochmal 2 Köpfe größer als ich. Zum einen haben wir das oft so gemacht, dass wir halt erst essen gegangen sind bei ihm im Ikea. Dann sind wir durch die Halle und dann waren wir aber auch 2 Stunden unterwegs. Genauso wie dieses Mal übrigens. Also wir waren inklusive Wartezeit und wir waren 30 bis 40 Minuten unten. Inklusive Wartezeit waren wir wirklich 2 Stunden in diesem Ikea drin. Das stimmt, wir waren da sehr lange drin. Ja. Also ich war auch erstaunt, wie viel Zeit man dann trotz allem da verbracht hat. Und ich war vor allem erstaunt darüber, in was für einer Frequenz die Leute da rausgekommen sind. Ja. Und wir da auch rein konnten natürlich. Es ging ja dann doch relativ schnell. Also eine halbe Stunde warten ist eine halbe Stunde warten. Aber es ging zügig und also Leute, es war fast ein Fluss, also die Leute konnten wirklich relativ zügig auch vorgehen. Die Schlange bewegte sich. Wo ich dachte, okay, der Ikea macht morgens um 9 Uhr auf oder sowas. Wie lange sind die da jetzt drin gewesen? Sind das die Leute, die wieder rausgekommen kommen sehen, sind das die da morgens als erste rein sind oder so? Ne? Vermutlich. Ja. Keine Ahnung. Ja. Also, das ist, glaube ich, so das, was mich am Ikea-Besuch am allermeisten stört, ist A, diese Gangführung und B, dass man nicht die Möglichkeit hat, unten diese Halle, diese Warenhalle, diese Einkaufshalle zu überspringen. Du musst da nochmal durch. Ja. Also du bist schon gar, willst eigentlich oben nur die Möbel bestellen, aber du musst unten nochmal durch diese Kurzwarenabteilung, was keine Kurzwaren sind, aber... Nee, aber es ist halt wirklich, wenn du eigentlich bloß einen Schrank oder ein Bett oder was auch immer brauchst und du musst unten nur noch in die Möbel-SB-Halle, weil du es gegebenenfalls selber mitnimmst, weil du ein Auto hast... Du kommst nicht drum rum. Du musst an den Bilderrahmen vorbei, du musst an den Pflanzen vorbei, an den Kopfkissen, an den Teppichen, am Geschirr, am Besteck, an den Töpfen, an den Tagesdecken, an den Kerzen, an den Duftkerzen, an den langen Kerzen, an den stumpfen Kerzen, an den Servietten. Diese Duftkerzenabteilung ist eine Zumutung. Die ist die Pest. Wie die Parfümabteilung im Supermarkt, im Kaufhaus. Ja, also das ist echt die Pest. Das ist richtig die Hölle. Und natürlich sollst du dann noch irgendwie, ach komm, da können wir noch einen Bilderrahmen mitnehmen. Wir haben da noch die Fotos von letzten Urlaub und hast du nicht gesehen. Das haben wir nicht gemacht. Wir waren ganz tapfer. Also wir haben halt diese 3 Teile, die wir brauchten, immer noch mitgenommen, aber wirklich gezielt. Und also ich habe manchmal, das habe ich neulich schon geschrieben bei Twitter, ich habe immer das Gefühl, während du da bist, schieben die noch Gänge rein, wie beim verrückten Labyrinth. Ja. Also das ist... Das ist so. Ja. Anders kann man sich das nicht erklären. Und genau, dann hatten wir das aber alles. Also Lieferung bestellt, sollte 1,5 Wochen später kommen, irgendwie auf den Dienstag. Haben wir so gelegt, weil an dem Tag wäre ich da gewesen, du sowieso. Genau. Weil du ja im Homeoffice bist. Aber es war wichtig, dass zumindest ich da bin, falls du halt was anderes zu tun hast, dass ich den Kram entgegen nehme. Falls ich ins Büro gemusst hätte, wieder ins normale, genau. Irgendwas. Und dann... Dann haben wir halt versucht, nach Hause zu kommen. Haben wir versucht, nach Hause zu kommen. Und wir sind halt mit dem Bus wirklich fast direkt vor die Haustür gefahren. Mhm. Also landest halt auf diesem Nova Eventes-Gelände. Ja. Das ist zweigeteilt. Du hast einmal dieses große Einkaufszentrum auf der einen Seite und dann einmal einen Bahnübergang. Ist das ein Bahnübergang? Das ist der Autobahnübergang. Autobahnübergang sogar. Da ist eine Autobahn, ja. Und dann ist auf der anderen Seite von Nova Eventes dieser Ikea. Das gehört aber alles irgendwie, das ist ein großes Industriegebiet. Ja, und ein großes Möbelhöfner. Genau. Und dieses eine auf dem Kopf stehende Häuschen, dieses Architekturwunder da, keine Ahnung, was das soll. Aber das ist schon ein großes Gelände. Du wirst also von dem Bus auf der Hinfahrt direkt vor diesen Ikea-Parkplatz abgeladen und läufst dann noch irgendwie diesen Parkplatz runter und bist dann sofort beim Ikea. Und das hatte ich eigentlich auch erwartet, dass wir auf dem Rückweg dann auf der Gegenseite einsteigen, wie es bei den meisten Busfahrten ja der Fall ist. Und dann haben wir da erst einen Moment gesessen. Du konntest natürlich auch drinnen nirgendwo stehen und deinen Hotdog essen. Mussten wir uns draußen irgendwo auf die Bank setzen. Und haben, weil ich einfach dann auch ins Handy geguckt hatte, wie wir nach Hause kommen, diesen Hotdog eingeatmet, weil in meiner Handyanzeige stand, der Bus kommt in 2 Minuten, der zu nach Hause fährt. Und der Bus, der hätte kommen sollen, kam aber nicht. Mhm. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also das fand ich, also der Bus, der an der Stelle uns woanders hätte hinfahren sollen, kam nicht. Mhm. Wir hätten also definitiv an der Stelle, wo wir waren, noch mindestens eine halbe Stunde stehen, warten sollen.
um dann zurück zu Nova Eventis zu kommen, und da dann 5 Minuten später in einen anderen Bus einzusteigen, der uns zurück nach Leipzig gefahren hätte. Genau. Bis ich dann gesehen habe, ja Moment, in 20 Minuten fährt aber von Nova Eventis direkt dieser eine Bus ab, der dann wiederum eine halbe Stunde später nochmal abfährt, aber dann eben versetzt. Und da habe ich gesagt, okay, dann laufen wir jetzt rüber bis Nova Eventis. Das kann man laufen, das sind 10 Minuten ungefähr zu Fuß. Ja. Das ist okay, aber es war halt auch extrem warm. Es war warm. Wir hatten Gott sei Dank nichts groß im Rucksack, außer dem Kleinkram halt, den wir da unten geholt hatten. Wir hatten Gott sei Dank noch was zu trinken dabei. Ja. Also eine große Wasserflasche, wir hatten die Cola geholt. Und wir konnten langsam laufen, weil wir eben diese 20 Minuten Zeit hatten und relativ klar war, wir brauchen keine 10 Minuten. Als wir da standen, hat die App angezeigt 8 Minuten oder sowas. Ja. Und das haben wir auch gebraucht. Genau. Wir hatten noch ein paar andere Leute auch in die Richtung laufen sehen, haben gedacht, okay, offenbar scheint das eine gute Methode zu sein. Das haben auch andere dann mit uns gemacht, das habe ich gesehen, uns hinterher und kamen dann hinterher. Der Mensch, das Herdentier. Genau. Und dann saßen wir da, warteten auf den Bus, der kam auch, wir fanden einen Platz darin, einen schönen, unter einem offenen Fenster, wo ein Luftzug um den Kopf strich. Und unterwegs fing es dann irgendwann an zu regnen, als wir nach Hause sind, glaube ich, so ein bisschen. Hätte so ein bisschen vor sich hin. Wir sind dann zwischendurch noch einmal eine Runde über den Flohmarkt gemacht. Stimmt, auf dem Flohmarkt. Das war, da haben wir nichts geholt. Der war auch gerade schon, das war alles nachmittags dazwischen. Wann sind wir hier morgens weg? Um 10 rum? Halb 10? Viertel vor 10? Halb 10, glaube ich. Viertel nach 9, halb 10, irgendwann so. Ja. Wir waren lange unterwegs. Ja. So halb 12 waren wir, glaube ich, erst in Ikea oder so. Und also, als wir nach Hause kamen, war es dann schon um 3:30 oder so. War relativ, oder noch später 4 genau. Uhr oder so. Ich war auch gut gar an dem Tag. Auf jeden Fall. Aber wir waren noch auf dem Flohmarkt. Wir waren noch auf dem Flohmarkt, nichts gekauft, weil nichts da war. Nee. Die haben auch schon eingepackt und habe ich gesagt, nö, also Gameboy-Spiele brauchst du auf dem Flohmarkt nicht kaufen, Leute wissen, was die wert sind. Und dann stehen die aber auch schon, dann liegen die den ganzen Tag in der Sonne und sind geschmolzen und so. Ja. Das ist alles irgendwie nicht mehr so. Flohmarkt war früher mal sexiger. Das jetzt, stimmt. Jetzt zu Corona, wo das Ganze überhaupt erstmal wieder anläuft, ist das ohnehin auch nicht so schön. Weil ich glaube, es gibt bestimmt noch schönere Flohmärkte in Leipzig als der, wo wir jetzt zweimal gewesen sind. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wo die sind und ob die gerade momentan stattfinden. Wir haben ja selber auch schon mal auf dem Flohmarkt gestanden. Ja. Ich glaube, wenn ich auf den oder auf einen dieser Art nochmal komme, ja. Aber ich müsste mich halt vorher informieren. Mhm. Und der Flohmarkt, auf den wir immer gehen, das sind halt immer auch die Plakate in der Innenstadt überall. Also da weiß ich einfach, dass der stattfindet. Und der ist, glaube ich, einmal im Monat. Ja, so, genau. Ja. Das ist unser. Und dann kam mein Lieblingspart von dem Möbel liefern lassen. Mhm. Der Montag vor dem Liefertag. Mhm. Du hattest Spätschichtwoche. Ja, also ich wäre vormittags zu Hause. Ich fange dann nachmittags um 3 an, gehe 2:15 aus dem Haus. Genau, und normalerweise schlafen wir ein bisschen aus in deiner Spätschichtwoche. Die Lieferung war angekündigt zwischen, 7 und 14 Uhr, glaube ich, ne? Man muss aber vielleicht, das ist wieder mein Part, ein bisschen früher ansetzen. Setz doch mal früher an. Das Sofa, auf dem wir gerade sitzen, haben wir uns auch liefern lassen. Das hattest du online bestellt irgendwo. Genau. Ne? Und da haben sie uns gesagt, wird geliefert zwischen 9 und 18 Uhr, glaube ich. 9 und 18, von morgens bis abends. Mhm. Wurde es einen Tag Urlaub genommen. Ja. Ich war sowieso zu Hause. Und wir hatten das alte Sofa dann schon abgebaut. Das haben wir, glaube ich, morgens zuerst als allererstes gemacht. Das haben wir als allererstes morgens gemacht. Und haben dann, nee, das sollte bis mittags ja da sein. Bis mittags erst, genau. Erst 9 bis 14 Uhr oder 8 bis 14 Uhr. Oder 8 bis 14 Uhr war, glaube ich, die erste Ansage. Genau. Und wir haben drüben auf dem Bett gesessen und haben ferngesehen, oder ich weiß gar nicht, der Fernseher war, glaube ich, damals noch drüben. Ja. Ich glaube, dass wir mit dem Sofa der Fernseher auch hier rüber kamen. Und haben auf jeden Fall den ganzen Tag wirklich ehrlich gewartet. Weil es ist halt, wenn du was geliefert bekommst, du gehst halt auch in der Zeit nicht aus dem Haus. Nee. Weil du halt darauf warten musst, dass es ankommt. Wenn du nicht zu Hause bist und das Sofa steht vor der Tür, dann nehmen die das wieder mit und fahren weiter. Mhm. Die haben halt auch ein Schedule zu erfüllen. Und es kam nicht. Es kam und kam und kam nicht. Ich habe gesagt, komm, wir geben dir noch eine Stunde drauf für Verkehr und hast du nicht gesehen und lass ihn mal irgendwo länger brauchen, weil jemand doch nicht irgendwie im Erdgeschoss, sondern im 5. Stock wohnen und die müssen irgendwas nach oben tragen. Lass uns mal bis 15 Uhr warten. 15 Uhr, wir hatten keine Meldung bekommen und gar nichts. Habe ich angerufen. Er sagt, hier, der Sofa bestellt, sollte heute geliefert werden. Ja, nee, kann ich nicht sehen. Wie, können Sie nicht sehen? Ja, nee, also wo das jetzt ist, kann ich nicht sehen. Das wird aber heute geliefert. Ja, ja, aber ich weiß jetzt nicht, wo das Auto ist. Ja, aber können Sie es rausfinden? Können Sie Ihre Fahrer anrufen und so?
Ich melde mich wieder. Ein Hin und Her. Und dann haben wir also rausgekriegt, dass die Spedition, über die wir das eigentlich kriegen sollten, das einen Subunternehmer liquidiert hatte. Der, also die sagten uns, wird mit DHL geliefert. Und ich glaube, DHL hattest du auch angerufen, oder? Da hatte ich auch angerufen. Und die konnten uns, DHL hatte das an einen Subunternehmer. So genau. Und die konnten uns erst nicht sagen, wo das gelandet ist. Und dann haben die uns irgendwann, nachdem du, glaube ich, schon zweimal angerufen hattest, irgendwann die Nummer von irgendeinem Fahrer gegeben. Vom Schichtleiter. Vom Schichtleiter dieser Spedition. Genau. Und der meinte irgendwann zu mir, ja, die sprechen kein Deutsch, ich kann die nicht anrufen, ich verstehe die nicht, ich muss dir eine Textnachricht schicken. So. Aber ich dachte so, aber nicht denen, sondern einem anderen Fahrer, der rumänisch, tschechisch was auch immer. Ich glaube, irgendwas in Tschechisch war es, glaube ich, sprach, der dir dann relativ wirsch am Telefon sagte, also er könnte dir eine Sprachnachricht schicken, anrufen wird er die nicht, die kommen ja aus dem Ausland, das wird ihm was kosten. Ja, oh Gott, ja. Alter, das war so schlimm an dem Tag. Also das war einfach auf so vielen Ebenen so scheiße. Ja. Und dann warnte ich, hatte dann abends, war ich dann zwischendurch einkaufen und in der Sekunde, wo ich aus dem Haus bin, stand dann draußen der Möbelwagen. Mhm. Die waren abends um 19 Uhr da oder halb sieben. Ja, 19 Uhr. Und dann hast du hier den ganzen Abend, obwohl wir uns einen Tag freigenommen hatten dafür, bis abends um 10 Uhr dieses Sofa aufgebaut. Ja. So. Das war scheiße. Das war wir konnten tagsüber nichts machen, wir hatten sich ordentlich gemacht, haben Platz dafür geschaffen, dass dieses Sofa kam. Genau, gesaugt, gefegt. Alles, das alte Sofa so weit aus dem Weg geschafft, dass wir das neue aufbauen konnten. Und haben den ganzen Tag verdümmelt, weil wir gehofft hatten, dass in der nächsten Viertelstunde irgendwann mal so, und das war also ein, keine Ahnung, und dann rief uns aber dann an dem Abend irgendwann einer der beiden ja auch an und sprach fast akzentfrei Deutsch. Absolut. Also, und auch nicht so wie auswendig gelernter Satz auf Deutsch, genau. Sondern der hat auch auf eine Rückfrage von mir antworten können. Ja. Der hat mich verstanden, der wusste Bescheid. So. Und meinte dann so, ja, in einer halben Stunde sind wir da, wir sind jetzt hier und hier und in einer halben Stunde sind wir dann bei ihm. Und das ist halt so eine Erfahrung, die prägt ein bisschen. Mhm. Und dann dachtest du, ja, oh, ich stelle mal einen Wecker morgen, wenn die hier ab 7 Uhr kommen, dass wir nicht so spät aufstehen und sowas. Ich sag, wann wollen die kommen? Ja, irgendwie ab 7 bis mittags oder bis abends, keine Ahnung. Ich sag, die sind doch vormittags, sind die nicht hier. Mhm. Das kannst du doch komplett knicken. Mhm. Und wir waren, also ich hätte genau mit dem Einstellung bin ich dann auch wach geworden. Und um 7.20 Uhr klingelt's vorne an der Tür. 7.20 Uhr! Ich hab so gelacht an der Stelle. Ich hab echt so gelacht. Ich bin schnell in irgendwas geschlüpft. Jogginghose, T-Shirt. Genau. Schlafzimmertür zugemacht, damit du dich in Ruhe anziehen kannst, glaube ich. Bin dann Brötchen holen gegangen. Genau. Hab dann gesehen, dass wir vorne ausgeladen haben. Kam dann wieder und da war schon alles in der Wohnung. Ja. Also, ist ja auch, die Einzelteile waren ja auch nicht schwer in dem Sinne, so, ne? War halt nur. Da war ein, weil auch früh am Tag krummeliger Lieferant, der aber, also den Umständen entsprechend auch freundlich gewesen sein muss, wie du es gesagt hattest. Ich kann mich da nur auf das verlassen, was du gesagt hast. Ja, der war okay. Der war okay. Die das Sofa geliefert haben, waren schon auch noch okay. Also, ja, also nicht. War halt alles nur irgendwie unkoordiniert. Keine Ahnung. Aber irgendwann waren die Teile halt hier. Mhm. Und also unsere Erklärung ist halt, weil wir sind ja öfter auch schon, also wir hatten ja mal ein Auto für einen kurzen Zeitraum und ich habe ja in Schkeuditz gearbeitet, was in Richtung von Ikea liegt, also es ist die gleiche Strecke. Und um nach Schkeuditz zu kommen, musst du ziemlich genau hier hinten hinter der Messe oder sowas auf die Autobahn. Ja. Das ist von hier sind das 5 Minuten bis zur Autobahn. Ja. Und unsere Deutung ist, dass wir einfach die ersten waren auf dieser Route. Ja. Und deswegen, dass sie also du kriegst das glaube ich um 7 Uhr eine Mail. Wir sind losgefahren, halten Sie sich bereit oder so wie bei Flaschenpost. Noch 2 Stops vorhin halten Sie Ihr Pfand bereit. Yeah. So war das halt auch. Und dann, also bevor du diese Mail gelesen hast, waren die ja schon hier. Richtig. Also wir müssen einfach die ersten auf dieser Route gewesen sein, weswegen die morgens so früh hier waren. Das vermute ich auch. Ja. Das war sehr witzig auf jeden Fall. Und dann hatten wir das Zeug hier im Arbeitszimmer liegen und haben gesagt, komm, wir bauen das gleich auf, so ein Stück weit. Ich kann den Großteil alleine machen, habe ich gesagt, weil es ist ja bloß so ein paar Stifte in diese Leitern stecken und dann die Regale einklinken, kein Thema. Aber damit das Ganze steht und nicht irgendwo hin Schlagseite kriegt, gibt es so Metallkreuze, die man von hinten an die Leitern schraubt, die das Ganze sichern, damit die Leitern auch wirklich parallel stehen und im richtigen Abstand und nichts hin und her rutscht. Ich sage, da brauche ich vielleicht ein bisschen Hilfe, weil dann kannst du das festhalten und wir legen die Wasserwaage drauf und dann ist das gerade und stabil und alles andere kriege ich alleine hin, das ist kein Thema. Aber dafür hätte ich gerne deine Hilfe. Genau. Und dann haben wir das so gemacht, wie ich das noch in Erinnerung hatte von den anderen IKEA-Regalen, die ich aufgebaut habe im Laufe meines Lebens. Wir haben Regalbretter eingehangen, damit wir den richtigen Abstand haben. Die Wasserwaage auf das Regalbrett gelegt. Vielleicht merkt es schon,
Und dann haben wir die Metallkreuze festgeschraubt. Und es war, wir haben extra geguckt, es war perfekt waagerecht. Ja. Diese kleine Wasserblase, und ich weiß ja inzwischen auch, wie man eine Wasserwaage benutzt, war perfekt in der Mitte. Ja. Das war alles super ausgerichtet. Wunderbar ausgerichtet. Also noch besser ging es nicht. Nee. Alles und waagerecht. Wir haben insgesamt 3 Metallkreuze verschraubt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja super, alles klar, jetzt stellen wir die hier hin. Ich hing dann nachher noch ein paar Bretter ein und ich hing noch ein paar Bretter rein. Aber ich möchte nochmal betonen, es war alles perfekt waagerecht. Perfekt waagerecht. Waagerecht. Absolut. Und dann stellte ich das so an die Wand und setzte mich an den Schreibtisch, weil ich musste ja auch arbeiten. Ich hatte ja nicht frei. Ich kann ja flexibel anfangen mit dem Arbeiten, mehr oder weniger. Und dann saß ich so an meinem Schreibtisch und guckte so drauf. Und unsere Wohnung ist ein bisschen schief. Das muss man schon auch sagen. Also die Böden sind ein bisschen schief und in den Wänden sind auch so ein paar Knicke drin und so. Nicht besonders waagerecht. Und ich dachte, aber so schief war diese Wohnung doch nicht. Ich verstehe das nicht. Wieso sieht denn das so schief aus? Das sah unfassbar schief aus, was wir da stehen hatten dann. Aber es war doch waagerecht. Ich verstehe das nicht. Und dann habe ich Steffen gerufen, der sagt, guck das mal. Guck ich schief? Liegt das an dem Winkel, auf dem ich drauf gucke? Die Regale sehen doch total schief aus. Aber wir haben es mit der Wasserwaage gemacht. Das war doch waagerecht. Ich verstehe das nicht. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt mit dem Kopf auf den Tisch haue, ist der Tisch durch. Wie unfassbar unschlau ich einfach gehandelt habe, weil wir natürlich die Senkrechtausrichtung der Leitern hätten messen müssen. Nicht, ja, ob das Brett waagerecht liegt, weil wenn du da die Knöpfe an den richtigen Positionen, also sagen wir jeweils im vierten Loch von unten, von oben einklemmst, dann ist dieses Brett halt immer waagerecht. Wie heißt diese geometrische Form? Ist es ein Trapez? Ein Trapez. Ein Trapez. Die Seitenwände verschieben sich in verschiedenen Winkeln, aber die Boden- und Deckenwände bleiben immer gleich. Ich möchte aber zu meiner Verteidigung sagen, es war perfekt waagerecht. Es war so, ich habe so lachen müssen. Ja. Meine Güte, das ist, das war ein Geniestreich. Und dann habe ich dann aber gesagt, ach komm, denn das Korrigieren kriege ich alleine hin, da muss ich nicht mehr alles losdrehen, ich muss nicht mehr von null anfangen. Und habe das dann, nachdem du auf Arbeit warst, abends und ich Feierabend hatte, habe ich das dann noch gerichtet und korrigiert und dann stand es gerade. Und es ist also richtig schlimm aufgefallen, ist es mir in dem Moment, als ich einen von den IKEA-Schränken reinschieben wollte. Die stehen auf Rollen, die sind auch tiefer, als die Leitern tief sind. Die haben wir von meinen Eltern übernommen und passen aber von der Breite her natürlich optimal dazwischen, weil die sind ja dafür gedacht, dazwischen zu hängen. So. Und ich wollte das da so reinschieben und es ging einfach nicht. Und ich sah, dass halt die immer versetzt aneckten. Also eine Seite oben links, die andere unten rechts. Ich dachte, das muss schief sein, das kann nicht anders sein. Und dann ging mir ein Licht auf. Ja. War es denn waagerecht, das Licht? Das war allumfassend. Ja, genau, so war das. Und dann hatten wir dann tatsächlich aber doch waagerecht die Leitern alle stehen und die Bretter eingehängt und das Ganze verbunden. Wir hatten vorher schon ausgemacht, wo der Tisch hin soll, der Klapptisch, den habe ich dann auch aufgebaut noch abends und eingehangen. Das ging alles sehr gut und am Ende hatten wir tatsächlich alles perfekt ausgerichtet und gerade. Und dann haben wir jetzt mittlerweile sehr viel schönen Stauraum drüben im Arbeitszimmer. Wir haben ihn, und das habe ich eigentlich auch wirklich so ein bisschen überschätzt, auch schon relativ gut ausgefüllt. Mhm. Also ich dachte echt, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben. Also nicht alles, was da vorher so rumgekruschtet dran gestanden hat, ist da jetzt auch schon drin. Das stimmt. Kommt aber auch dazu, dass viele Sachen, die bei mir im Regal einfach nur so rumstanden, da jetzt schon drin sind. Also ein so ein Regal habe ich, glaube ich, alleine in Beschlag genommen. Mhm. Weil es aber auch Sachen sind, die bei mir im Zimmer, also wenn ich sage bei mir im Zimmer, in so meiner Schlafzimmerhälfte, wo dann ja auch mein Comicregal und meine DVDs oder unsere DVDs drinstehen, da waren halt auch, also diese ganzen Comickisten mit den Einzelheften, die habe ich natürlich nirgendwo irgendwie im Display stehen oder sowas, weil was soll ich meine Einzelcomichefte da irgendwie rumstehen haben. Die sind in so IKEA-Pappkartons und zersetzen sich langsam. Und ja, also die sind natürlich da jetzt drin. Da sind alte Ordner, also Zeitschriften, Sammelstehordner drin, wo ich noch nicht so ganz hundertprozentig weiß, was mit den Sachen geschehen soll. Und das sind alles so Dinge, die natürlich jetzt da drin stehen und auch Platz brauchen, die einfach vorher nicht im Arbeitszimmer gestanden haben. Genau. Da ist aber auch, wie ich finde, immer noch genügend Platz. Also wir müssen es einfach nochmal ein bisschen anders organisieren. Genau, also wir haben im Moment auch teilweise Platz, ich sag mal, doppelt belegt, weil wir haben ein halbes Regal mindestens mit leeren Ordnern voll stehen. Und auf der anderen Seite 2 Kisten und noch einen Stehordner mit unsortierten Unterlagen oder weniger, die wir mal aussortieren und abheften müssen. Also ist viel. Und das wird ja dann irgendwann wegfallen, weil die kommen in die leeren Ordner, diese Sachen, und der andere Platz wird dann halt wieder frei. Genau. So, und
wir könnten noch ein paar Regalbretter brauchen. Wir haben nicht, wie wir es ursprünglich geplant hatten, einen oberen Regalabschluss, wo man noch mal was draufstellen könnte. Das ist aber halt in dem Sinne kein Problem, als wir einfach noch mal 5 IKEA-Bretter holen können. Das ist halt die Frage, also wenn wir damit rechnen müssen, dass Versandkosten halt um die 20 Euro sind, dann muss sich die Lieferung halt auch lohnen. Ja, oder wir fragen halt mal, wenn meine Eltern da sind, ob wir mal kurz zu IKEA und 5 Bretter holen. Im Zweifelsfall kann ich das auch mit meiner Mom alleine machen. Die geht gerne zu IKEA, mein Papa nicht so. Ich auch nicht. Und dann holen wir uns das Auto von meinen Eltern, du bist mit meinem Papa da. Und meine Mama und ich fahren zu IKEA. Und wenn wir wiederkommen, habt ihr Essen auf dem Tisch stehen. Das regeln wir dann. Okay. Und wenn dann der Sushi-Mann kommen muss, ist auch okay. Ja, ist mir egal, wer kocht. Hauptsache, ich habe was zu essen hinterher. Ja. Nee, also ich bin extrem zufrieden damit, weil es auch richtig, also es ist halt wieder so eine Verhaltensänderung und die führt dazu, dass es einem besser geht. Und das ist halt ein guter Punkt. Also so dieses, vor allem was auch so eine verhältnismäßig spontane Nummer war. Ich meine, ich musste auch mal so ein bisschen auf den Tisch hauen, so als Mann des Hauses. Manchmal mache ich das. Gerade wenn es darum geht, dich zu einer Entscheidung zu drängen, in Anführungszeichen, ist das manchmal auch ganz gut. Dir fehlt so ein bisschen die Entschlussfreudigkeit, weil dir auch oft die Energie fehlt. Und das ist auch richtig so. Also ich, zu sagen, ich kann gerade keine konsequente Entscheidung treffen, weil jede Entscheidung auch dazu führt, dass ich mich kümmern muss. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es mir oft genauso geht. Aber es gibt so Dinge, wo ich dann denke, buff, also der eine Tag bei IKEA, der war anstrengend, aber der tat nicht weh. Der tat nicht weh, also das war gar nicht der Punkt. Ich bin im Zweifelsfall so, dass ich sage, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann will ich, dass die auch an allen Ecken und Enden passt. Ja. Ich will nicht was entscheiden, was anfangen und dann mittendrin feststellen, so wie mein Papa das ja öfter mal macht, wenn er Bauprojekte hatte, es passt nicht, es geht nicht auf, es fehlt irgendwas oder es ist irgendwas zu viel und wir haben Geld rausgeschmissen zum Fenster, was wir nicht wiederkriegen. Sowas frustriert mich dann halt noch mehr und ich habe die Sachen, die wir zu Ende durchdacht und einfach dadurch, dass mir aber viel Energie fehlt, brauche ich länger dafür, um das zu durchdenken im Zweifelsfall. Genau. Das haben wir, glaube ich, dann aber trotzdem so mit so einer, war so ein bisschen so eine Hauruck-Aktion. Ich war dann auch erstaunt, wie schnell das tatsächlich dann doch erledigt war. Und, deine Mutter war neulich am Telefon auch ganz überrascht, als ich sagte, na, wir waren bei IKEA, habt ihr hier Kleinigkeiten geholt? Ich sage, nee, wir haben 400 Euro ausgegeben. Genau. Und es ist einfach, also es tut mir auch gut. Ich habe mich auch mega darauf gefreut, dass wir diese Regalwand kriegen, dass wir das ordentlich aufräumen können. Ich will auch nochmal meinen ganzen Dekokram aussortieren und umverpacken, dass ich den sinnvoll da habe, damit einfach mir das Hin- und Wegdekorieren von Sachen leichter fällt, weil ich dekoriere ja gerne Weihnachten und so. Ich weiß noch, als ich meinen Bastkorb mit den Kindheits-Items da reinbuxiert hatte, der passte ja wie angegossen an die Stelle. Wie angegossen an die Stelle. Als hätte das an den Punkt gemusst. Und also das sind halt alles so IKEA-Grundmaße. Ich meine, dieser Bastkorb ist, den gibt es, seitdem ich ganz klein bin. Da ist mein erster Gipsarm drin, da sind Kinderzeichnungen von mir drin, meine ersten Plüschtiere und sowas. Alles, was meine Mutter und meine Eltern mal für mich gemacht haben, meine ersten Schuhe und sowas. Und natürlich bleibt das irgendwo, wenn es auch in der Ecke verschwindet, irgendwo bestehen. Ja. Und das braucht einfach einen Platz und ich muss es nicht immer sichtbar irgendwo stehen haben. Ich möchte nur wissen, dass es da ist und dass es irgendwo gut aufgehoben ist, wo es keinen Schaden nimmt. Ich hänge da jetzt nicht so richtig dran, aber es sind halt Dinge, die zu mir gehören. Ja. Und da wieder einen vernünftigen Platz dafür zu haben und das nicht bei mir im Zimmer irgendwo in der Ecke verstauben zu lassen, sondern woanders verstauben zu lassen, ist halt viel wert und auch einfach dann sowas zu haben wie Stauraum. Und das ist, und das kann ich an dieser Stelle schon mal ankündigen, ich weiß nicht, wie du das siehst, sicherlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Da sind noch 2, 3 Stellen in dem Zimmer, die wir ändern müssen. Auf jeden Fall. Also es ist noch nicht endgültig so, dass wir jetzt sagen, dieses Zimmer ist fertig und muss nicht mehr verändert werden. Aber es ist einfach ein großer Schritt. Wir haben einfach die Möglichkeit, an dieser Seite der Wand Dinge zu verstauen, diese Wand auch zu nutzen, gerade durch diesen Schreibtisch, den wir da jetzt haben, diesen Klapptisch. Kann ich da nochmal anders agieren? Und man kann halt, man hat einfach dadurch weit mehr Platz in der anderen Hälfte vom Zimmer, um da nochmal was umzubauen, umzuräumen, umzudekorieren, Dinge anders zu nutzen und zu sagen, okay, das ist jetzt hier halt einfach mal anders. Das ist jetzt hier einfach so und fertig. Ja. Und das ist völlig in Ordnung, dass es noch nicht endgültig fertig ist. Aber diese Wand ist einfach so eine Befreiung innerlich, was dieses Zimmer angeht. Eine Überlegung war ja, hinter der Tür noch ein bisschen was anderes zu machen, weil wir noch Bretter übrig hatten, die wir dann da irgendwie nicht reingepasst haben. Und dann zu sagen, wir werden schmaler bis zum Ende des Raumes. Und das haben wir halt auch nicht gemacht, weil wir festgestellt haben, wir haben einfach auch die Breite hinter der Tür. Genau. Ja. Also wir hatten, dadurch, dass wir dieses eine Regal noch in die Küche geräumt haben, dieses 2x4er weiße. Und dann eben noch so ein, also wir haben noch ein 40er Regal angebaut hinter der Tür direkt. Und das ist einfach perfekt. Also das ist ideal. So, wir haben die Fläche komplett ausgenutzt und wir haben da so viel Kram jetzt schon drin verstaut. Es ist richtig gut und man findet ihn aber halt auch schnell wieder. Mhm. So,
Und das, man muss nicht irgendwie 5 Sachen umbauen, um ranzukommen. Und das ist echt optimal. Also da sind wir gerade sehr happy mit. Ich vor allem, weil ich den ganzen Tag drin sitze und arbeite und ja, drauf gucke. Ja, das macht die natürlich mehr als mir. Ich finde es aber auch gut, weil viele Sachen, die bei mir im Zimmer jetzt einfach auch in der Ecke lagen, weil wir sie da vor 2 Jahren, ich so vor 2 Jahren hingestellt habe und die da einfach jetzt 2 Jahre lang standen und mir nicht als negativ aufgefallen sind, weil sie da 2 Jahre standen, die sind jetzt weg. Ja. Die machen meinen Teil des Zimmers jetzt ein bisschen größer, luftiger, heller. Ja. Da können sie keinen Staub mehr fangen. Der Staub kann nicht mehr durchs Zimmer fliegen. Ich nies nicht mehr so oft. Ich habe also nochmal Sachen aus Ecken rausgezogen, von denen ich nicht mehr wusste, dass sie da waren, weil sie von anderen Sachen in der Ecke verdeckt worden sind, ja, die jetzt auch wegsortiert sind. Und also mein Zimmer ist aufgeräumter als vorher, weil die Dinge jetzt einen Platz gefunden haben, an dem sie einfach dann auch keinen Platz mehr wegräumt, der ihnen nicht mehr zusteht. Genau. Ja, ja, also in der Hinsicht ist einfach gerade sehr vieles sehr hübsch im Arbeitszimmer. Und ich bin einfach auch entspannter, wenn ich am Schreibtisch sitze und auf diese ordentliche Regalwand gucken kann. Das ist viel wert und das ist, glaube ich, so. Ja, das ist die Funktion von Regalen, aber und das ist irgendwie ja auch die Idee unseres Podcasts oder ja, es ist unser Podcast, so zu zeigen, wie sich Heimwerkerei auch positiv aufs Leben auswirken kann und am Ende des Tages man sich einfach, oder alle Beteiligten sich eben wohlfühlen. Wenn natürlich jetzt auch, also der Werkanteil an so einem IKEA-Baukastensystemschrank in Grenzen hält, aber alles drumherum natürlich das Einrichtungsgefühl so ein bisschen verbessert. Ja, absolut. Genau. Ja, und es ist halt auch einfach, also ich finde schon, es gehört auch so ein Stück weit zum Heimwerken dazu, dass man die Möbel da aufgebaut kriegt oder irgendwas. Auch das muss gemacht werden, auch das ist Arbeit. Ich war jetzt schon durchgeschwitzt, als wir das alles aufgestellt hatten und ich dann die Sicherungskreuze nochmal umgeschraubt hatte und alles so gerückt hatte, dass die Regalbretter dazwischen passen und so. Das ist jetzt auch nicht keine Arbeit. Nee, das ist richtig. Aber sicherlich leichter als das andere Möbelstück, was wir in der Zwischenzeit aufgebaut haben. Ja, wir haben einen Waschmaschinenüberschrank. Deine Mutter schickte abends eine WhatsApp-Nachricht dir und du hattest dich dann an mich weitergeleitet. Beim Aldi haben sie gerade Waschmaschinenüberschränke, hat meine Mutter mir gerade geschickt. Und dann habe ich gefragt, willst du da heute Abend nochmal vorbei? Mhm. Und dann sagtest du, ja, wäre eigentlich eine gute Idee. Ja, weil, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, aber unsere Waschmaschine steht ja im Flur. Und wir hatten daneben so einen kleinen Metallwagen mit Kram vollgestellt, wo halt das Waschpulver auch drin stand und sowas. Sah immer so ein bisschen össelig aus. Gewöhnt man sich halt, wie gesagt, auch dran, ne? Gewöhnt man sich dran, ja. Ist in der Tat. Wir haben die Waschmaschine oft als Ablagefläche für irgendwas benutzt. Und das ging so, wäre weiter gegangen auf Dauer, natürlich. Aber es war schon schön zu sehen. Es gibt Optionen dafür. Unter anderem eben diesen Waschmaschinenüberschrank. Also bin ich zum Aldi gefahren. Der ist 4, 5 Bushaltestellen weg von uns. Pi mal Daumen. Du bist mit der 80 gefahren wahrscheinlich. No? Ne? Ja, genau. Und ich war das erste Mal in diesem Aldi. Ah, ich bin schon ein paar Mal einkaufen auch da gewesen. Genau, ich weiß, aber ich war da ja noch nie. Ich bin da, fahre da sonst nicht lang. Ich fahre mit der 70 immer die andere Strecke. Ich bin auch schon ein paar Mal einkaufen gewesen. Und ging dann da rein und lief durch diese ganzen Sachen. Und man kennt, also meine Mama hatte noch geschrieben so, naja, also wenn ihr einen haben wollt, müsst ihr euch beeilen. Bei uns, den letzten, da hatte sich schon 2 Pärchen drum gekloppt. So. Ich glaube, dass sie sagte, das Foto, was sie gemacht hat, also sie konnte das Foto noch machen, es hatte sich aber schon jemand anderes genommen. Genau, ja. So eine Art. Und das ist halt so bei Aldi. Wenn da tolle Sachen im Angebot sind, dann sind die in der Regel auch schnell weg. Deswegen dachte ich, fahre ich gleich abends los. War Spätschichtwoche, das heißt, du warst bis um 9 auf Arbeit. War klar, ich fahre da alleine hin, dachte aber so, naja, komm, ey, hier so ein Regalchen, kriege ich auch einen Arm geklemmt, das zeige ich nach Hause, ist kein Thema. Das war nicht so ein schlauer Gedanke von mir, muss man sagen. Weil das ganz schön schwer war, das ist nämlich aus Pressspan. Das heißt, man trägt nicht nur das leichte Holz, sondern auch den schweren Leim. Der macht immer das Hauptgewicht aus. Ich möchte noch mal in aller Öffentlichkeit fragen, warum hast du diesen IKEA-Hubwagen, diese Sackkarre nicht mitgenommen? Weil ich einfach nicht drüber nachgedacht habe, dass das Ding schwer sein könnte. Ich dachte, das ist so ein Paketchen. Also, ich hatte ja nur dieses WhatsApp-Foto gesehen von dem Foto auf dem Verpackungskarton. Und irgendwie sind mir die Dimensionen von dem Ding nicht klar geworden. So, und erst recht nicht, wie schwer das sein könnte. Und ich bin, da wirst du mir zustimmen, was Kraft in den Armen angeht, die stärkere von uns beiden wahrscheinlich. Das ist so. Durch viel Training im Buchhandel so. Also ich bin ja schwere Kisten schleppen auch durchaus gewöhnt. Ja, das habe ich auch zu keiner Zeit in Frage gestellt. Ne? Und ich dachte so, naja, so schwer wird das Ding schon nicht sein. Habe ich mir so gedacht. Habe ich falsch gedacht. Ich kam abends nach Hause. Das Paket stand im Eingangsbereich irgendwo gegen.
Und Kathi lag zitternd und heulend. annähernd. Also ich war total breit. Psychisch zumindest. Ja. Lag sie dann hier auf dem Sofa und ich sage, oh, hast du sie hergetragen? Also wie viele gab es noch? Drei oder sowas, hattest du gesagt? Ja, ne? Drei waren es. Hast du es hergetragen? Und du so, ja. Und ich so, war es schwer? Und du so, ja. Und dann habe ich habe es nicht mal angehoben. Ich habe es nur so von der Wand einmal gezogen und wieder zurückgetan. Und hatte dann alle Informationen, die ich brauchte. Es war einfach nicht klug, diese Sackkarre nicht mitzunehmen. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht dran gedacht habe. Es war aber auch so, ich habe irgendwann, als ich schon fast dort war, auf dem Hinweg, dachte ich, du hättest die Sackkarre mitnehmen können. Und habe auf die Uhr geguckt. Und da war es aber schon 7:30 und ich hätte es nicht geschafft, nochmal zurück und wieder hinzufahren in der Öffnungszeit. Und ich hätte so, nee, komm, das ziehst du jetzt durch. Ist ja nicht so weit. Du musst ja nur immer bis zur Bushaltestelle und von der Bushaltestelle bis zur Haustür. Das ist ja alles nah bei uns. Die Bushaltestelle ist schon auch beim Aldi geht das. Das geht, das ist nicht so weit. So. Und war nicht so einfach tatsächlich. Ich habe das bis zur Bushaltestelle am Aldi irgendwie versucht, so vor mir zu tragen, über Eck die Kanten auf die Hände zu legen und sowas. Das war mega. Ich bin 5 Schritte weit gekommen, abgesetzt. Wieder hochgenommen, 5 Schritte weit abgesetzt. Wieder hochgenommen. Und dann kam ich irgendwann auf die schlaue Idee, das wäre aber beim Aldi nicht gegangen, weil es einfach keine Möglichkeit dazu gab, das so zu positionieren, das Ding irgendwo hochzustellen und es mir auf den Rücken zu laden. So, weil dann kann ich es über den Rücken, über die Beine tragen. Und die Beine haben nochmal mehr Kraft als meine Arme. Mhm. Deswegen soll man ja auch immer brav aus den Beinen heben und nicht aus dem Rücken und sowas. Aber auf dem ganzen Weg über den Parkplatz bis zur Bushaltestelle gab es keine Möglichkeit, dieses Ding so weit hochzuwuchten, dass ich es mir hätte auf den Rücken laden können. Mhm. Im Bus ging das dann. Also als ich aus dem Bus ausgestiegen bin und auch das letzte Stück zu uns nach oben in die Wohnung. Gott sei Dank ist die im Hochparterre, also genau. Nicht noch Treppen irgendwie nach oben oder sowas. Und dann konnte ich so noch abstellen und dann war ich durch. Ich habe mir auch irgendwie zwischendurch an 3 Stellen die Finger aufgeschraubt. Auch noch. Zwischendurch Angst, dass das Paket aufgeht an einer Seite, weil das innen so schwer ist und es halt nur ein Papppaket ist. Und am nächsten Tag haben wir es dann aufgebaut. Aber, liebe Kinder, was lernen wir daraus? Wenn ihr eine Sackkarre habt und ihr wollt Möbel kaufen, nehmt die Sackkarre mit. Nein, nicht auf die heiße Herdplatte fassen. Das ist viel wichtiger. jedenfalls hatten wir irgendwie schnell gesagt, wir wollen das Ding haben. Haben es gekauft und dann aufgebaut. Das war ein bisschen umständlicher, weil man offenbar Waschmaschinenüberschränke besitzt, bevor man eine Waschmaschine besitzt oder zumindest bevor man die Waschmaschine an den Platz stellt, an dem sie stehen soll. Das ist, zumindest ist das so ein Ding, also vielleicht auch mit der Idee, wenn du die Waschmaschine dann da rein positionierst, dass du dann die Anschlüsse nochmal runternimmst und so weiter und so fort, was ja in einem, in Anführungszeichen, normalen Setting, wie es ja in den allermeisten Häusern der Fall ist, auch funktioniert. Mhm. Also da steht die Waschmaschine irgendwo in einem Zimmer an der Wand, vielleicht noch 1 Meter links und rechts Platz und sowas und dann nimmst du die Schläuche halt mal kurz runter oder ziehst die Waschmaschine 1 Meter nach vorne oder keine Ahnung. Mhm. Und das ist ja aufgrund der Gegebenheiten und Kathi sagt ja das ja, wir haben es auch früher wahrscheinlich schon mal erklärt, aber für alle, die jetzt hier neu reingeschaltet haben, unsere Waschmaschine steht im Eingangsbereich der Wohnung, weil sie zwischen Wand und Badewanne, wo der eigentliche Platz gedacht gewesen ist, hier nicht reinpasst. Mhm. Weil da wohl, weiß ich nicht, irgendwelche altsächsischen Toploader-Zuba-Selbstdreh-Waschmaschinen aus dem Osten geplant worden sind, die so 20 Zentimeter breit sind. Ja, wahrscheinlich. Wo du nur Ostunterhosen reinmachen kannst. Ja, eine Nerd-Jogginghose und das Ding wäre voll. Ja, zum Beispiel. So, ne? Ja, und dann noch mit einem großen Stock und Kernseife. Ja. Und gegentreten, damit es schäumt. So, das ist das, was am Platz da ist. Also da passt keine normale Waschmaschine. Nee. Wir haben hinten, wo du arbeitest, da in dem Waschmaschinenladen mal so eine kleine Waschmaschine gesehen. Die war witzig, ne? Die hätte vielleicht reingepasst oder würde vielleicht reinpassen. Habe ich auch gedacht so. Ich hätte dann auch irgendwie gedacht, es ist eigentlich schön, dass es so kleine Waschmaschinen gibt für kleinwüchsige Menschen. So, die müssen ja auch irgendwie waschen gegebenenfalls. Aber für uns wäre sie absolut nicht ausreichend. Aber sie würde hinpassen. Sie würde hinpassen. Aber wir könnten höchstens unsere Socken drin waschen. Aber damit steht die Waschmaschine natürlich im Flur. Mhm. Und alles, was an Schläuchen und Kabeln ist, geht durch die Wand. Da ist ein Loch in der Wand. Ja, das hat mein Onkel reingesägt. Der ist gut im Heimwerken. Nicht so wie dein Vater. Nee, den hätte ich das nicht machen lassen. Und wir mussten also diesen Schrank so ein bisschen drumherum bauen. Also der hatte hinten nochmal so 2 Sicherungen an der Rückwand, da wo die Waschmaschine davor steht. Und die konnten wir nicht einfach zusammenschrauben an die Seitenteile, weil dann hätten wir es nicht mehr hinstellen können. Dann hätten wir die Schläuche durchtrennt damit. Ich will mal so sagen, ich feiere
das IKEA-System, wo halt, wo du mit einem Imbusschlüssel, einem Schraubendreher und maximal, wenn es wirklich hochkommt, einen Akkuschrauber. Also mehr brauchst du eigentlich im Grunde genommen nicht, um ein IKEA-Regal aufzubauen. Hämmerchen vielleicht noch, um so ein paar kleine Nägel einzukloppen. Und also da, das Ding hat dich wirklich zum Rand der Verzweiflung gebracht. Also da wurde unfassbar viel geschraubt. Hier noch ein Scharnier, hier noch ein Gelenk. Natürlich, die Türen sollen hübsch aufgehen, auf und zugehen. Das läuft bei IKEA alles einfacher. Ja. Und ich meine, natürlich sparen die dadurch Material. Aber das, deswegen sagte ich ja Systemgastronomie, weil es natürlich auch dieses Baukastenprinzip in den Regalsystemen selber ist. Also du weißt halt, du hast dann da vielleicht so ein paar Metallstifte, die du an die Stelle stritzt. Mhm. Und die haben auch diese Kontermuttern, mit denen du das Ganze dann befestigst, also wenn du an der einen Stelle drehst, dass du ums Eck was festschraubst, ich weiß nicht, wie man das nennt, das gibt's, also Senkschrauben und hast du nicht gesehen, das gibt's da schon auch alles, also dass du natürlich da irgendwo dann, also zwei Bretter hast, dann kommt von der einen Seite die Schraube und dann drehst du aber von unten an der Seite diese Senkmutter rein und damit befestigst du das Ganze. Das gibt's da zwar auch, aber das ist das Einzige, was du da irgendwie schraubst an IKEA, an IKEA-Sachen. Das IKEA-Bett war ja, was wir hatten, war ja genauso. Genau. Und dann musste man hier noch einen Lupsi reindrehen und da noch eine Schraube und hier noch die Scharniere für die Türen und die schnappen dann noch zu und dies und das. Und das ist ein schönes Möbelstück. Das will ich überhaupt nicht behaupten. Nee. Das ist auch ein praktisches Möbelstück. Ja. Wir hatten es noch nicht die Waschmaschine an, weil mein erster Gedanke war, oh scheiße, die Waschmaschine ist breiter als dieses Ding. Mhm. Es ist also wirklich hauteng. Aufmaß. Ja. Mhm. Ist es tatsächlich? Oh, ich glaube, dass es funktionieren wird. Ich werde es aber sicherheitshalber trotzdem nochmal an der Wand festschrauben. Also wir müssen ja demnächst mal wieder waschen. Ja, vielleicht mache ich das nachher noch. Keine Ahnung. Ist ja nur ein kurzes Schrauben an der Wand. Mhm. Ist auf jeden Fall praktisch. Wir können da jetzt ganz viel Zeugs drin verstauen. Wir haben jetzt auch ein richtiges kleines Fächlein für Medikamente. Mhm. Das hatten wir vorher nicht. Die flogen immer irgendwo rum. Und es ist alles halbwegs sortiert da drin. Also wir haben das Waschpulver da drin. Wir haben den Entkalker da drin. Wir haben für dich Deo-Vorräte da drin. Ich keine Ahnung, was für Taschentuch-Vorräte und sowas alles. Ja. Dinge, die sonst halt einzeln rumflogen, zustaubten teilweise auch, je nachdem. Die flogen nicht einzeln rum, die waren in diesem Rollwagen. Ja, also die, aber alles reingestopft, wo auch Alltag kam. Ich bin dann, also dieser Rollwagen, das ist das, wie nennt man das? So ein Gitterrollwagen. Ja, das glaube ich auch IKEA. Auch IKEA. Kennt man, so ein weißer mit so Gitterfächern, vier Etagen. Genau. Da kann man einfach so Krams reinstopfen. Und genau das hatten wir aber auch gemacht. Und dann waren da irgendwelche alten Sachen aus seinem alten Badezimmer, die da auch schon jahrelang drin gewesen sind. Und die sind da wieder drin gelandet, weil sie da vorher auch schon drin waren. Und ich bin ja den einen Morgen, als wir das andere Regal ja schon aufgebaut hatten, nochmal während der Arbeitszeit bei dir ins Zimmer mit dem Müllsack gesagt, was ist das? Willst du das behalten? Und hab dann den Grundsatz gehabt, wenn du sagst, ja, weiß ich nicht, hätte schon gereicht fürs Wegschmeißen. Ich weiß. Nee, es war aber auch okay. Also, weil da waren einfach. War wirklich Müll. So ein paar Sachen so ein bisschen halb nostalgischen Wert und halb praktischen, aber alles Dinge, die auch schon mal ersetzt worden sind durch neuere Sachen. Ja. Und von daher war das okay und schnell aussortiert und noch ein paar Haarspänkchen gefunden, von denen ich einen jetzt immer ganz gerne trage, die du süß findest. Mhm. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und alles, was halt irgendwie noch brauchbare Medikamente waren, haben wir aufgehoben. Die nicht mehr brauchbaren Medikamente haben wir nicht mit in den Müllsack geschmissen. Die kommen in die Apotheke zurück, vielleicht nächste Mal, wenn wir unterwegs sind. Richtig. So macht man das nämlich, liebe Kinder, mit alten Medikamenten. In die Apotheke zurück, das ist nämlich Sondermüll, das muss anders entsorgt werden. Richtig. Und jetzt hast du den Wagen für Lego-Kram. Genau, das heißt, hier im Wohnzimmer ist dann auch ein Möbel mehr überflüssig, was dann hier wieder im Wohnzimmer weg kann und hier für mehr Platz sorgt. Ja. Das kann getauscht werden mit einem Möbel, was bei mir im Schlafzimmer ist, was auch mehr Platz braucht als das, was ich eigentlich brauche. Das ist ein Fernsehschrank eigentlich, ne? Ja. So ein Fernseher, DVD-Player. Genau. Und den kann ich aber auch brauchen, um bei mir Dinge zu verstauen, bei mir im Zimmer. Und der Tisch, den ich habe, das ist ein mittelgroßer Wohnzimmertisch eigentlich, der kann dann wiederum ins Arbeitszimmer, wo wir da besser dann Sachen, also wenn wir da mal aufnehmen für Podcasts und sowas. Oder wenn wir da eben Gäste haben, die da übernachten, dann können die ihren Kram da besser draufstellen und sowas. Genau. Ja. Also dass da dann nochmal wieder ein besseres, passenderes Möbel. Also ich merke halt immer wieder, natürlich muss man die Sachen neu anschaffen, damit aber andere Sachen die Funktion ändern. Also wir schmeißen sie nicht weg, sondern ihm wird eine neue Funktion zugewiesen. Zugewiesen. So sieht's aus. Wir nehmen auch gerade schon den zweiten Podcast auf. Das ist richtig. Mhm. Und zu guter Letzt haben wir noch ein neues Möbel. Neu in Anführungszeichen, weil wir aus den alten IWA-Resten, die wir im Arbeitszimmer hatten,
etwas für dich hier ins Wohnzimmer gestellt haben. Ja, hinterm Sofa ist nämlich immer noch so ein, ist das ein Meter, ein knapper, 80 Zentimeter Platz bis zur Heizung. Und da wollten wir eigentlich auch irgendwas Richtung Schrank haben. Und wir haben auf der einen Seite vorne zur Zimmertür schon ein einfaches EBA-Regal mit drei Regalbrettern stehen, was neben Katis Platz am Sofa steht und wo sie alles draufschmeißt und wo Ordnung herrscht und weiß der Geier was. Ja. Ja. Und uns fehlte immer ein Platz für die ganzen Lego-Kästen. Mhm. Wir haben Sortierkästen oder ich habe Sortierkästen für Soße Lego. Ich habe sehr viel Geld für loses Lego ausgegeben, damit ich einfach frei bauen kann. Ich baue ja sehr viel freies Lego. Wir kaufen auch viele Sets, aber ich baue zwischendurch auch eigene Kreationen. Und da brauche ich eben auch loses Lego für. Und da haben wir zwei Sortierkästen mit so Fächern. Hier gerade, wo ich es auch nehme. Und die brauchen halt auch einen Platz. Und die standen immer auf diesem Fernsehwagen oft drauf oder auf dem Boden oder irgendwo. Und die können jetzt halt eben in dieses überschüssige IWA-Regal, was eben übrig geblieben ist, was in diesem alten Schrank-Reste-System eben mit verbaut war. Genau. Und da haben wir ja, das hattest du, glaube ich, noch gemacht, da war noch so ein rotes Stoffregal auch, ne? Genau. Das hattest du auch entsorgt. Das habe ich auseinandergenommen, das Holz aufgehoben, weil es gutes Holz ist. Ich hebe Holz immer auf. Gutes Holz. Gutes Holz. Gut Holz. Hugo Hobel hat's mit Holz. Und der Stoffanteil kommt mal weg, weil der schon die Aufhängung halb abgerissen ist und alles. Aber das Holz ist noch völlig in Ordnung. Vor allem sind da zwei schöne Rundhölzer drin, die man gut verwenden kann für diverse Dinge. Genau, und dann musste ich bloß für das Lego-Regal hinten ein bisschen was absägen an der einen Seite. Und es ist halt auf exakt der gleichen Höhe, wie das hatten dein Onkel und dein Vater oder dein Onkel und dein Cousin. Mein Onkel und mein Cousin. Wenn mein Papa daran beteiligt gewesen wäre. Wir haben die auf jeden Fall irgendwie random. Ich glaube, unten die 80 Zentimeter waren schon Absicht. Ich glaube auch. Weil das so eine Standardhöhe ist. Aber das schließt halt exakt mit diesen beiden IWA-Regalen ab. Ja. Deswegen da einfach toll ein Abschlussregal für beide Sofaenden ist. Und es hat sich also schon einiges getan in den letzten Wochen hier. Wir haben vor allem jetzt an dem Ende vom Sofa, wo das neu steht, das Regal auch eine Abstellmöglichkeit, wenn man hier mit mehreren Leuten sitzt. Das geht sehr gut auf diesem riesigen Sofa, das wir haben. Da passen 6 Leute drauf, bequem. Auch große Menschen. Auch große Menschen. Aber die da drüben an der Fensterseite saßen, die hatten immer nicht so viel Platz, um irgendwas abzustellen. So mal ein Getränk oder sowas. Das haben sie jetzt auch nicht, weil da jetzt Lego draufsteht. Der Drops ist gelutscht. Aber auf dem Boden davor kommen sie jetzt besser dran. Lego. Ja, ich weiß. Ich liebe dich. Also das Thema Lego wird hier demnächst auch nochmal ankommen, weil das hat unser Leben also nachhaltig verändert. Das ist ein ziemliches Hobby für uns beide geworden. Ja. Und da müssen wir halt demnächst auch nochmal ein Projekt starten. Das ist dann aber die nächste Sendung, denke ich mal, das nächste Projekt. Und ich finde den Gedanken, den du hast, zu sagen, also wir müssen erstmal ein Projekt abschließen, um uns gedanklich mit einem weiteren zu beschäftigen zu können, der ist auch richtig. Also das tut dem Podcast auch gut, weil da gibt es Themen. Das ist richtig. Und es tut mir gut, weil dann habe ich nicht 50 Projekte gleichzeitig im Kopf und werde wahnsinnig darüber. Genau, du bist einfach nur so wahnsinnig, weil ich da bin. Ja, aber dann kann ich wenigstens dir die Schuld geben. Okay. Ja. Nehmen wir. Gut. Sehr schön. Nee, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, eins nach dem anderen zu machen, weil man dann auch sieht, was das eine Projekt freigeschaufelt hat an Platz, an Möglichkeiten, an Kreativität. Und das kann man alles ins nächste mit einfließen lassen. Das ist wahr. Ja. Ja, wir haben schon angekündigt, ein Lego-Projekt als nächstes. Da sagen wir erstmal noch nicht besonders viel mehr drüber, weil wir auch noch nicht so einen richtigen Plan haben, wie es läuft. Nee. Aber das gehört ja auch so ein bisschen zu den Safe-for-Work-Sendungen dazu. Ich sehe, du hast noch Werkzeug mitgebracht. Das ist richtig. Und zwar Dinge, die mir nützlich waren, als ich das Regal zurecht gesägt habe, das jetzt für dich da steht, nämlich Sägen. 3 Stück. Die vierte habe ich drüben gelassen, weil das die Stichsäge ist. Die ist ein bisschen zu schwer gewesen jetzt. Man sagt ja auch so schön, sich sägen bringt Regen. Nee, ja, mein Lieblingsspruch zum Sägen ist ja immer 3-mal abgesägt und immer noch zu kurz. Den hatten wir auch schon mal als Folgentitel, glaube ich. Nein, nee. Aber das ist, glaube ich, die Bottomline für den Podcast. Das ist möglich. Ja. Ja, genau. Ich finde Sägen nämlich sehr praktische Werkzeuge tatsächlich. Muss man mal sagen. Ja. Man kann damit alles kleiner machen. Und weil ich ja selber klein bin, ist es manchmal ganz praktisch. Da gibt es ja auch den Spruch, sich Regen bringt Sägen. Ja, wenn man Räge sägt. Nein, egal. Genau, eine Säge kennst du, glaube ich, relativ gut. Also eine Sägeart.
Wer sägen sägt, ist die Laubsäge unglücklich sein. Mit Laubsägen hast du ja viel zu tun gehabt. Da habe ich schon mal drüber erzählt beim letzten Mal. Genau. Also ich habe auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Kindheitstrauma ist, aber ich bin diesen ganzen Werkzeugen inzwischen nicht mehr so wohlgesonnen. Alleine, dass diese Sägeblatt hier gerissen ist, ist schon traumatisch für mich. Ja. Das auch für mich, vor allem, weil ich keine neuen Sägeblätter mehr habe. Ich habe da jetzt auch schon ein Stückchen rausgebrochen tatsächlich. Ach so, bin schon gewundert. Es hat sich echt verformt beim Sägen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gesägt habe. Es zu heiß geworden ist und sich das Metall verbogen. Ich keine Ahnung. Das Sägeblatt selber jetzt? Ja, ja. Das Sägeblatt selber. Draußen regnet es, falls ihr das Rauschen hört. Genau. Ja, ein schöner Sommerregen. Das ist der Sommerregen. Den genießen wir sehr. Also meine war ein bisschen einfacher und bestand auch aus mehr Holz. Also das war insgesamt alles ein bisschen hübscher. Also da war das ja außen auch kleiner, weil es eine Kinderlaubsäge war natürlich. Ja. Ne? Das neue Intro von Not Säge for Work. Genau. Ich brauche die Laubsäge tatsächlich sehr selten. Ich habe mir die mal in einem Einflug von ich habe Geld und nichts zu tun gekauft. Ja, was sägt man damit? Das sind eher dünne Hölzer, ne? Das sind eher dünne Hölzer. Das ist halt wirklich, also Laubsäge arbeiten kennt man ja so als Hobbyprojekte für irgendwelche Deko, für den Garten, für die Haustür, für was auch immer. Man sägt keine allzu dicken Sachen damit. Es gibt auch so Spannzwingen dafür, damit diese dünnen Bretter nicht so doll vibrieren, während man sägt, damit man da halbwegs gut vorankommt. Ich habe die jetzt 3-4 Mal benutzt. Ich habe lange nicht verstanden, wie ich die benutzen muss. Es wird auch nicht meine Lieblingssäge sein, aber für manche Dinge ist sie ganz praktisch, vor allem wenn man kleine, schmale Winkel und Ecken und Kurven aussägen muss, weil da komme ich mit den großen einfach nicht rein. Aber wie gesagt, also je nachdem, was man, da gibt die auch für Metall, hast du, glaube ich, mal gesagt. Ne? Da gibt es, glaube ich, auch Metallsachen. Da sind die Blätter, glaube ich, ein bisschen dicker in dem Moment. Aber so dieser halbe Draht, der das ja eigentlich ist, der dazwischen kommt, und ich bin ja doch eher so ein Typ fürs Grobe, das war als Kind auch schon so. Mir ist das Ding tatsächlich, diese Laubsäge tatsächlich, wahrscheinlich heißt es deswegen auch Laubsäge, weil man damit nichts weiter machen kann als trockenes Laub. Ja, ja, so diese kleinen Laubästchen, Zeichen, genau, absägen und sowas. Daher kommt die, glaube ich, eigentlich. Ist es gut, dass ich sie habe. Für 2-3 Sachen war es ganz hilfreich. Ich benutze die aber tatsächlich nicht oft. Also die ist wirklich so für Deko-Hobby-Projekte und selbst dafür teilweise nicht gut geeignet. Also dieser, ich habe hier so einen Elch stehen, den ich mal ausgesägt habe aus Holz, den ich immer sehr hübsch finde, der eigentlich als Aufhängung für so kleine Adventskalenderpäckchen dienen kann, mit den vielen Geweihen. Und da hieß es auch aus mit der Laubsäge machen und ich habe die angesetzt und ich habe gedacht, das dauert ewig, bis ich damit durch bin. Und ich habe das dann mit der Stichsäge gemacht und mit der Feile nachbearbeitet und es wurde auch hübsch. Es rauscht gerade ein bisschen stärker, weil es ein bisschen stärker regnet. Soll ich mal das Fenster zumachen? Eigentlich finde ich es ganz schön. Ich auch, dann lassen wir es. Komm, es ist wie bei Uncanny Japan, die hat auch immer den... Ja, Quack, Quack. Genau. Quack, Quack. Den Gag haben jetzt 3 Leute verstanden. Ja. Yeah. aber es ist nicht verkehrt, das Ding im Haus zu haben, wenn man öfter mit Holz arbeitet und da auch Feinheiten mitmachen will. Genau. Ich habe auch eine Stichsäge. Wie gesagt, die habe ich aus gewichtstechnischen Gründen jetzt nicht aus dem Arbeitszimmer mit ihr ins Wohnzimmer gebracht. Auch weil sie nicht besonders sauber ist, inklusive Kasten, weil da immer viel Sägemehl dran hängt. Daran erinnere ich mich aber, wir haben sie beim Bettenbau benutzt, weil auch dafür gab es ein Metallblatt und damit haben wir diese Lochmetallbänder gesägt. Oder du Das ist korrekt, genau. Die mag ich auch total gerne. Ich habe, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge davon erzählt, wie mein Papa das Ding an den Strom angeschlossen hat, also seine persönliche Stichsäge, und dann erst das Sägeblatt gewechselt hat. Was mich immer wahnsinnig macht, weil das ist weit weg von allem, was Arbeitssicherheit ist. Ich lache wegen your own personal Stichsäge. His own personal Stichsäge. Tatsächlich muss ich aber sagen, weil die Stichsäge eine der besten Anschaffungen, die ich mir je zugelegt habe, weil einfach mal so ein Kantholz oder irgendwas absägen geht so butterweich und leicht mit dem Ding. Es ist halt eine Menge Reusi, ne? Es macht richtig Reusi, es macht auch richtig Dreck und man muss ein bisschen Übung haben, damit man, wenn man auf Präzisionslänge absägen will, nicht versehentlich zu viel absägt oder so, weil diese Sägeblätter von der Stichsäge halt einfach eine gewisse Breite mitbringen. Das ist dann auch die Breite des Schnitts, das fehlt am Ende im Zweifelsfall. Also muss man genau anpassen, wo man da sägt und wo nicht. Und dann habe ich noch, weil wir gerade schon bei Uncanny Japan waren, ein schöner Podcast übrigens, der nichts mit Heimwerken zu tun hat bisher, meine Japan-Säge. So unter dem Namen wurde sie mir vorgestellt. Ich weiß nicht, ob sie noch einen anderen Namen hat. Die hat ein sehr dünnes, schwingendes Sägeblatt. Also hier steht Ryoba. Genau, vielleicht sagt euch das was. Es kann die Firma sein, vielleicht ist es aber auch eine Produktbezeichnung. Ich weiß es nicht genau. Es ist ein Drache drauf.
Die ist zweischneidig, die Säge. Und zwar einmal für Schnitte längs zur Maserung und einmal für Schnitte quer zur Maserung, was ich ganz schlau finde. Und die macht ganz, ganz feine, dünne Schnitte nur. Also damit kann man auch wirklich sehr präzise sägen. Und die sägt unfassbar gut. Sieht so ein bisschen, der Griff so ein bisschen aus wie so ein Samurai-Schwert, nur ein bisschen länger. Genau. Und ich finde, die liegt gut in der Hand. Ich arbeite mit der sehr, 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 sehr gerne, weil ich damit auch relativ konstanten, geraden Schnitt machen kann. Und wie gesagt, man kann in beide Maserrichtungen schneiden, das ist ganz geschickt. Weil die Zähne ja verkantet, verschränkt zueinander sind. Genau. Und man kann sogar, und das finde ich auch ganz witzig, auch wenn ich es noch nicht genutzt habe, den Winkel vom Sägeblatt zum Griff einstellen. Okay. Dafür ist dieses Gelenk hier da, diese genau. Schraube, da ist wie so ein Kannst du im Grunde genommen auch so Hebel um die Ecke fassen, ne? Genau. Also weil manchmal ist es einfach, da muss man in eine bestimmte Richtung sägen, kommt von einer bestimmten Seite nur ran oder so. Und dann ist es ganz geschickt, wenn man den Winkel ein bisschen anpassen kann. Podcasts sind ja auch ein auditives, vor allem ein auditives Medium. Also, ich mach mal hier, das Geräusch wollte ich haben. Boing. Genau. Klingt wie beim Topf. Halt so die kann man so ein bisschen so schwingen lassen. Ja, die ist schon flexibel. So. Genau. Macht man wieder drauf, sonst gibt es hier Verletzungen. Genau. Was der Steffen dann wieder drauf macht, sind diese Sicherungskanten für die Sägeblätter aus Plastik. Die immer sehr sinnvoll sind. Ich habe Leute, die schon wegschmeißen sehen, nach dem Motto, alles bloß Verpackungsmüll. Das ist so wie die Displayfolie, die kannst du auch wegschmeißen. Oh, mein Handy ist verkratzt. Ganz genau das. Genau so. Ich heb die Dinger mittlerweile immer auf und bin da sehr zufrieden mit, auch weil ich einfach ein bisschen ungeschickt bin, wenn ich Sachen von der Wand nehme, wo das Zeug dranhängt und man will sich einfach nicht sofort die Finger aufschneiden. Und also ich habe gesehen, ich habe damit auch schon mal selber gesägt. Mhm. Man kommt doch relativ gut durchs Material durch und dementsprechend direkt wirkt sie auch auf Haut und Blutgefäße. In der Tat, in der Tat, in der Tat. Ich mag sie sehr gerne und ist halt wirklich eine schöne Alternative auch für kleine Sägearbeiten, wenn man mal irgendwo einen Dübel absägen will, direkt am, ich geb dir das mal wieder. Am Holz zum Beispiel, weil der festgeleimt ist und man möchte das Holz aber noch weiterverwenden, aber den Dübel absägen, der da noch rausguckt. Damit kommt man einfach unfassbar dicht an diese Kante ran. So, man muss dann nicht mehr viel nachfallen und sowas. Das ist sehr schön. Und dann habe ich hier noch etwas sehr Klassisches. Das weiß ich, das ist ein Fuchsschwanz. Das ist absolut korrekt. Ha! Auch das macht dieses hübsche Geräusch, wenn ich die Sicherungsleiste abnehme. Auch die habe ich aufgehoben. Genau, das Sägeblatt ist ein ganzes Stück unflexibler als das andere. Es hat einen klassischen Sägegriff, also wo man so hinten anfasst und dann nach vorne sägen kann. Jetzt habe ich eine Frage. Ich bin als erstes, was ich da gesehen habe, dann wärst du noch drauf eingegangen, aber dann können wir das abkürzen. Ja. Jetzt sieht man hier einmal 90 Grad und einmal 45 Grad. Ist das zum Anzeichnen oder ist das, wozu ist das? Ich glaube ja. Ich habe es tatsächlich noch nicht benutzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das immer dran ist. Ich habe das, glaube ich, einmal in irgendeinem Heimwerker-Video gesehen, dass jemand damit gearbeitet hat. Ich weiß aber nicht mehr genau, was er damit gemacht hat. Das ging ja so ein schnell geschnittenes Video und ich, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz finde ich es prinzipiell schön, wenn Werkzeuge Maßangaben mitbringen. Jetzt gucke ich hier mal gerade so im Querschnitt drauf, also einmal von oben rauf. Und auch da ist es ja so, dass die nach außen im Wechsel immer nach links und rechts. Aua, nichts passiert. Not safe for work. Genau. Das ist ja auch dazu da, dass die Sägespäne aus dem Sägefuge wieder rausgezogen wird. Genau. Weniger, ne? Genau. Also in der eine Richtung wird es quasi gelockert, das Holz, und losgerissen. Und in der anderen Richtung wird es nach draußen transportiert. Das sind dann eben die viel gerühmten Sägespäne, die fallen, wenn man hobelt. Genau. Nee, warte, das ist eine andere Späne, wenn man hobelt. Die Sägespäne, ja. Genau. So. Hobelt, so von den Spänen. Von der anderen Richtung draufsetzen, glaube ich. Ja, so geht's besser. Jetzt sind das ja alles Holzsägen. Ja. Gibt es noch andere Sägen für anderes Material? Also Metallsägen haben wir gerade schon mal erwähnt. Es gibt Metallsägen, es gibt auch Schneidwerkzeuge für zum Beispiel Fliesen und Keramik und Glas. Die kommen aber in der Regel mit was anderem daher. Die haben nicht diese Zähne dran, sondern sind... Klingen eher, oder? Eher Rissnägel, Anrissnägel oder sowas. Oder Diamanten. Ich habe ja gesehen, wie bei uns damals im Haus... nach Feierabend der Fliesenleger kam. So, natürlich ist unser Haus schwarz Fliesen gelegt worden. Das macht, glaube ich, jeder. Keine Ahnung. Da sieht man auch nicht so viel auf den schwarzen Fliesen. Moment.
Der Gag der Folge wurde Ihnen präsentiert von Steuerhinterziehung. und da habe ich das gesehen. Also die fahren auf der Fliese dann eben oben entlang und hauen dann einmal kräftig drauf. Und dann genau. Hast du zwei Teile oder von oben, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Also da hast du die Zähnchen nicht drin, sondern entweder so ein Reißnagel. Das kann manchmal ein Diamant sein, das kann auch ein sehr hartes Metall sein. Und damit markierst du im Prinzip die Stelle, also du schaffst eine Sollbruchstelle damit. Genau. Also du sägst es nicht, sondern du schaffst eine Sollbruchstelle und brichst es dann. Ich kenne das von meinem Onkel tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie das im Fachjargon heißt. Aber das sind so die Tools, die man für Stein zum Beispiel benutzt oder eben Fliesen und Keramik. Und bei Glas nimmt man, glaube ich, Diamantenschneider. Mhm. Damit das einen sauberen Schnitt gibt und nicht einfach nur Scherben. Das ist immer schade. Ansonsten gibt es natürlich noch Cuttermesser, damit würde ich aber nicht versuchen, in Holz zu schneiden. Also kann man machen, aber dann bricht man wahrscheinlich mehr als eine ein Klingensegment ab. Es gibt Blechscheren, wenn man Blech zuschneiden will. Und eine Geflügelschere. Das stimmt. Die ist aber eher in der Küche als in der Werkstatt zu finden, in der Regel. Ich weiß auch nicht, was an einer Geflügelschere so besonders ist. Das kann ich dir sagen, das ist nämlich die, wie soll man das sagen, nicht der Winkel, aber die Kurvung der Klinge. Die sind runder in der Regel. Okay. Also ähnlich, also wahrscheinlich einfach, damit du mehr Kraft aufbauen kannst. Es ist also fast schon zangenartig. So ähnlich wie Stoffscheren, die auch längere Schneideblätter haben. Ich weiß nicht, wie man das bei einer Schere sagt. Ja, Klingen auch tatsächlich. Scheren Klingen eben haben, damit du einfach auf einer größeren Fläche, also mehr Spannung erzeugst und das nicht einfach nur zwischen den beiden Dingern einklemmst. Und das bei einer Geflügelschere ist es wie im länger, damit du eine größere Hebelwirkung hast, um Knochen auch zu schneiden. Das ist sinnvoll. Ja. Ja. Genau. Ansonsten, ja, Stoffschere hast du schon gesagt, sowas haben wir hier auch. Ansonsten gibt's, guck mal bei der Bibliothek der Sachgeschichten, da gibt es einen schönen Beitrag über Scheren, wie eine Schere hergestellt wird. Und da wird Armin Maywald in der Fabrik gefragt, gehen Sie mal durchs Haus und suchen Sie alle Scheren zusammen, die Sie haben. Mhm. Und da kommt, glaube ich, so auf 15 Scheren oder sowas. Ich glaube auch, ja. So 15 bis 20 Scheren in allen Abteilungen des Hauses. Und das ist ein sehr spannender Beitrag. Auf jeden Fall. Und eine Schneidmethode für sowas wie Styropor gibt es noch, die haben wir aber noch nicht benutzt, nämlich den heißen Draht. Also das ist nicht dieses Spiel, sondern es ist tatsächlich ein Draht, der heiß gemacht wird und sich dann durch Styropor schmilzt. Und damit kann man sehr präzise Styropor zuschneiden. Ein bisschen wie das heiße Messer durch die Butter. Genau. Genau, so geht das. Man kann übrigens auch, wenn man so kleine Sachen nur absägen will, gezahnte Messer nehmen. Wenn man alte Steakmesser hat, die man für Steaks nicht mehr nimmt, kann man damit auch gegebenenfalls mal so einen kleinen Dübel absägen oder sowas oder mal irgendwo eine überstehende Ecke. Das geht ganz gut. Wenn wir jetzt schon unseren Bonus-Podcast hätten, könnten wir jetzt noch die Geschichte erzählen, wie wir neulich versucht haben, die Nägel aus der Wand zu ziehen. Aber dann vielleicht mal irgendwann in einem Bonus-Podcast. Das, genau, die ganz peinlichen Geschichten gibt es erst im Bonus-Podcast. Genau. Also unsere. Die von meinem Papa kriegt er weiter hier. Genau. Das macht 80% Unterhaltungsfaktor dieses Podcasts aus. Absolut, absolut. Ich überlege gerade, ob mein Papa irgendwann mal was Lustiges mit Sägen angestellt hat, aber... Nee, wir fragen deine Mutter demnächst nochmal. Ja. Alles wissen wir ja und wir sind ja nicht bei allem mehr dabei. Nee. Und dass er mal diese Revolver für meinen Bruder zum Faschingskostüm aus Holz gesägt hat, habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Weiß nicht, ob es hier im Podcast erzählt ist, aber ich kenne die Story, ja. Ich glaube, ja. War auch mit einer Laubsäge, wenn ich es richtig weiß. Nun gut, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Das stimmt. Meine Güte, wie die Zeit verfliegt. Ja, wenn man viel heimwerkt. Da solltest du mir jetzt das Wort absägen, schneiden. Das tue ich nicht. Möchte einfach nur danken für die Zeit, die wir wieder in diesem Podcast verbringen durften. Mit dir und mit euch, liebe Zusägende. Ich hoffe, diese Sendung hat euch zugesägt. Genau. Wenn ihr denkt, boah, diese Nervensägen, die erzählen ja nie was Anständiges, dann seid ihr hier beim Podcast falsch, weil das ist das Konzept dieses Podcasts. Wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr uns das einfach nur sägen. Genau, mit diesem wundervollen Karlauer verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ich säge Dankeschön und auf Wiedersägen. Schauen Sie mal wieder rein, denn etwas sägen muss sein. Tschüss. Und dann heißt es Bühne frei, dann seid ihr mit dabei. Ich habe schon Tschüss gesagt. Ich muss das aufhören.
ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.